zittern durch die Luft. Aus hohen Essen quillt ein blauer Duft. Durch Steingefüge dröhnt der Hämmerton. Um Erzgeäst schwirrt dumpf die Transmission. Schwirrt stumpf und dumpf, noch ehe die Sonne kam, bis dass der Tag verglüht in Zorn und Scham. Bis dass die Nacht barmherzig deckt die Qual. Ein Glockenzeichen gellt im Arbeitssaal, da stockt der Lärm und kreischend geht das Tor. Ein Jüngling stürmt, ein Knabe fast, hervor im staubigen Rock, die Mütze im Genick, ein frohes Leuchten noch im Kinderblick, staunt er die Welt wie neugeboren an. Da schiebt ihn seitwärts schon sein Nebenmann. Da drängt's hervor wie flügellahme Brut, da wächst und wogt des Elends graue Flut. Mit bangem Blick die blasse Mutter hier, zu Hause weint der Säugling schon nach ihr, das Mädel dort, Chrysanthemum am Hut, in flacher Brust, erlogene Liebesglut, das frech vertraut, dem nächsten Burschen schnickt. Der Mann, der stieren Auges vor sich blickt, und nun der Greis, der matt nach Hause wankt und für den Hungerlohn dem Schöpfer dankt. Des Landes Mark, der Großstadt Kraft und Glut, verschlingt des Elends uferlose Flut. Mit müdem Schritt die Stirn gesenkt und schwer zur Heimstatt zieht der Arbeitssklaven her, zu kurzer Rast, das Schlaf gestärkt die Kraft beim nächsten Morgengrauen aufs Neue schafft. Mit frischer Gier, mit nie gestillter Wut dringt die Maschine ihres Herzens Blut. Vorüberziehen in seltsam scheuer Hast, sie an der Arbeitsherren Prunkpalast den Tisch, der dort vor Überfülle bricht. Sie deckten ihn, doch ihnen blüht er nicht. Zwei Männer nur, den Hammer in der Hand, hemmen den Blick und starren unverwandt in all den Glast, der Freude goldenen Sitz aus ihren Augen zuckt des Hasses Blitz. So blickt der Leu, wenn sich die Schlange regt, sie wissen wohl, wohin ihr Fuß sie trägt, sie schauen ihr Ziel so sternenlicht und weit, und um sie braut die große Einsamkeit, die schwere Ruh. Vom Himmel dicht gedrängt, die schwarze Wolkenmasse niederhängt, indes am freien Horizont verloht, Sturmducknis Blicks, ein blutig Abendrot. Clara Müller-Janke, Fabrikausgang. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, meine Damen und Herren, lieber Sebastian Schwarz, herzlichen Dank für diese erste künstlerische Einlage am heutigen Tag zu unserer Jubiläumsfeierlichkeit. 160 Jahre Sozialdemokratische Partei und Bewegung in Deutschland. Ich darf Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen, namentlich unsere Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil, den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Fraktion im Deutschen Bundestag, Rolf Mützenich, und unseren sozialdemokratischen Bundeskanzler Olaf Scholz. Schön, dass ihr hier seid und mit uns feiert. Es ist nicht so einfach, in einem Raum mit so vielen verdienten Parteimitgliedern, hochrangigen Gästen, die richtige Auswahl bei der Begrüßung zu finden. Ich habe hier, um das zu bebildern und meine Glaubwürdigkeit für das, was ich jetzt gleich mache, zu erhöhen, mal aufgelistet, wie das aussehen würde, wenn ich die alle jetzt vorlesen würde. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich darauf verzichte, alle höchstpersönlich zu begrüßen, möchte aber zwei weitere Ausnahmen an dieser Stelle machen. Für zwei Persönlichkeiten, die mit uns zusammen nicht nur unser aller Geburtstag, den der Sozialdemokratischen Partei, feiern, sondern die diesen Tag oder diese Tage auch nutzen, um ihren ganz persönlichen Geburtstag mit uns gemeinsam zu feiern. Ich begrüße unser heutiges Geburtstagskind, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, liebe Manuela Schwesig,
Herzlichen Glückwunsch im Namen der gesamten Partei und toll, dass du mit uns feierst. Und nicht am heutigen Tag mit uns feiernd, aber am gestrigen bereits, und zwar auch noch einen runden Geburtstag, darf ich die Vorsitzende unserer Grundwertekommission in der Sozialdemokratischen Partei, unsere Genossin Gesine Schwan, hier unter uns begrüßen, die gestern ihren Geburtstag gefeiert hat und heute bei uns ist. Liebe Gesine. Es ist uns eine Ehre, nicht nur, dass du heute hier bist, sondern dass du weiterhin in der Sozialdemokratie, in der Grundwertekommission wirkst, dich vernehmbar zu Wort meldest, auch in diesen Tagen. Wir vernehmen das sehr wohl und wir freuen uns, zu jeder Zeit Stimmen wie die deine unter uns zu wissen. Es hält die Sozialdemokratie am Laufen und das brauchen wir. Vielen Dank dafür. Das ist jetzt mittlerweile der dritte Tag unserer Jubiläumsfeierlichkeiten. Am Sonntag haben wir hier im Haus begonnen, haben miteinander gefeiert, haben eine Ausstellung zu Ehren von 16 Sozialdemokratinnen aus 16 Jahrzehnten sozialdemokratischer Geschichte eröffnet. Aber eines ist, finde ich, noch zu wenig zu Wort gekommen und das möchte ich an dieser Stelle ändern. Wir grüßen und wir feiern an dieser Stelle vor allem auch unsere Mitglieder. Diejenigen, die heute fast 400.000 in der Sozialdemokratischen Partei aktiv sind, viele davon, längst nicht alle, hier heute im Atrium des Willy-Brandt-Hauses, aber auch diejenigen, die in den vergangenen 160 Jahren unter ganz unterschiedlichen, teils widrigen bis hin zu unzumutbaren Bedingungen für die sozialdemokratische Sache gekämpft haben. Ihrem täglichen Einsatz, historisch wie auch heute, verdanken wir es, dass wir hier stehen, dass wir hier feiern können und dass wir auf diese stolze Geschichte zurückschauen können. Wir sind stolz, Mitgliederpartei zu sein und wir sind davon überzeugt, dass eine starke Demokratie starke Mitgliederparteien und Mitglieder, die sich bekennen, braucht. Und deswegen grüßen wir alle unsere Mitglieder. Die vielfach heute auch zu Hause zuschauen. Ich grüße auch all diejenigen, die sich seit 11 Uhr im Livestream eingeschaltet haben oder die auch bei dem einen oder anderen TV-Sender das hier heute mit live verfolgen können. Wir sind nicht einfach nur gerne Mitgliederpartei, weil das halt schön ist, Mitglieder zu haben, sondern weil wir darum wissen, dass Demokratie, auch soziale Demokratie, erkämpft werden muss und dass Menschen dem Gesicht und Stimme geben müssen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die mir ein Freund im vergangenen Jahr berichtete, als er zu einer Radtour in einem nahe Berlin gelegenen großen Flächenbundesland unterwegs gewesen ist. Wir wollen die Anonymität an dieser Stelle wahren. Er ist dort auf einer Radtour unterwegs gewesen und ist mit seinem Rad durch eine Ortschaft gekommen, in der kurz darauf eine Kommunalwahl angestanden hat. Und er konnte mit seinem geprüften Blick als Sozialdemokrat schnell beim Durchfahren dieser Ortschaft erkennen, es sind drei Kandidaten gewesen, die sich dort zur Wahl gestellt haben für das Amt des Bürgermeisters in dieser Gemeinde. Die Namen spielen an dieser Stelle keine Rolle. Auf dem ersten Plakat stand parteilos als Attribut neben dem Namen. Auf dem zweiten stand ebenfalls parteilos. Und der dritte Kandidat, der wollte sich ein besonderes Merkmal aussuchen, der schrieb dazu, schon immer parteilos. So sieht das gelegentlich nicht nur in der Nähe von Berlin, sondern vielerorts in der Republik mittlerweile aus, wenn die lokale Demokratie miteinander verhandelt wird. Nun hat hier niemand etwas gegen freie Wählervereinigungen und Menschen, die sich in freien Assoziationen vor Ort für ihre Gemeinderäte und Kreistage bewerben. Aber ich glaube, die deutsche Geschichte zeigt schon auch, dass es Menschen braucht, die sich auf Dauer und ganz grundsätzlich einer politischen Idee verschreiben, die die dicken Bretter bohren, wie man so schön sagt, die die langen Linien zeichnen, die nicht nur an kurzfristigen Projekten arbeiten, sondern daran, diese große Errungenschaft, unsere Demokratie zu schützen und mit Leben zu füllen. Ich musste an diese Begebenheit, an diese Geschichte denken, weil ich rund um dieses Jubiläum mich gefragt habe, wie würden viele derjenigen, die heute zum Teil nicht mehr unter uns sind, darüber denken, die vor nicht ganz 34 Jahren auch in Brandenburg, um es dann doch einmal auszusprechen, zusammengekommen sind, die
im Oktober 1989, noch vor dem Fall der Mauer, in der Illegalität sich auf den Weg gemacht haben, um sich im brandenburgischen Schwante zu versammeln, deren Überzeugung von der Sozialdemokratie so groß war, dass sie dieses enorme persönliche Risiko für sich, für ihre Familien, für ihre Freundinnen und Freunde eingegangen sind, um ein Bekenntnis abzulegen, ein Bekenntnis dazu, sich frei und selbstbestimmt politisch betätigen zu können, egal wie der Wind steht, fast egal, was die Konsequenzen der Gesellschaft, in der man sich befindet, dafür sein werden. Wie würden diese Menschen auf solche Begebenheiten gucken? Ich glaube, wir schulden diesen Menschen, nicht nur den 43, die sich in Schwante 1989 versammelt haben, sondern den vielen, die nach 1945 die Sozialdemokratie aus der Versenkung, aus der Verbannung, aus dem Untergrund wieder auf die öffentliche Bühne zurückgeführt haben, die damit die deutsche Demokratie aufgebaut und gestärkt haben. Wir schulden Ihnen genauso wie denjenigen, die in den Zeiten der Sozialistengesetze sich nicht versammeln konnten, ihre Bildungsvereinsarbeit nicht betreiben konnten, die Arbeitergroschen sammelten, um sich eigene Orte zu schaffen, an denen ihre Emanzipationsbewegung stattfinden konnte. All denen in den verschiedenen Epochen dieser 160 Jahre Sozialdemokratie schulden wir es, dass wir nicht schulterzuckend hinnehmen, wenn Parteien in unserer Gesellschaft verächtlich gemacht werden, wenn Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker schräg angeguckt werden, weil sie ein Parteibuch haben, weil sie drei Buchstaben auf ihr Wahlplakat raufdrucken. Wir haben uns nichts vorzuwerfen, wenn es darum geht, die sozialdemokratische Idee in die Gesellschaft zu tragen und um sie zu werben. Das ist keine Vereinnahmung, sondern das ist 160 Jahre erprobter demokratischer Kampf. Daran kann man sich reiben, aber daran kann nichts falsch sein, liebe Gäste, meine Damen und Herren. Und daran denken wir in diesen Tagen. Wir sind in den glücklichen Umständen, in einer gefestigten Demokratie zusammenzukommen und politisch wirken zu können. Aber das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Wir wissen besser als viele andere aus unserer Parteigeschichte heraus, dass der einmal erkämpfte Fortschritt, dass der soziale Fortschritt, der demokratische Fortschritt ist oder der Frieden in der Welt, dass dieser immer und immer wieder verteidigt werden muss, dass für ihn geworben werden muss. Wir können uns, um es klar zu sagen, die Bequemlichkeit, die sich in Teilen unserer Gesellschaft eingeschlichen hat, im Umgang mit dem Wertvollsten, was wir haben, unserer Demokratie, nicht leisten. Ich fordere diejenigen, auch die, die uns zusehen, dazu auf, Farbe zu bekennen, Partei zu beziehen, auch in Parteien einzutreten und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die mit ihrer Lautstärke den öffentlichen Diskurs allzu häufig bestimmen, auf ihre Plätze zurückgewiesen werden, dort, wo sie hingehören, liebe Genossinnen und Genossen. Denn es braucht Parteien, um den Streit über die Gestaltung unseres Alltags aufzugreifen. Wenn man in andere Länder schaut, wo Sozialdemokratien und andere traditionelle politische Bewegungen an Bedeutung verloren haben, dann sehen wir dort, dass allzu häufig die Auseinandersetzung des Alltags, das, was Menschen wirklich umtreibt, was sie zu Wut oder auch zum Stolz bringen kann, dass diese Auseinandersetzungen in einem immer enger werdenden politischen Korridor geführt werden. Um es deutlich zu sagen, es ist nichts gut daran, wenn in einer westlichen Volkswirtschaft die Auseinandersetzung über Altersvorsorge und das Rentensystem im Wesentlichen nur noch zwischen der Frage geführt wird, ob die Lebensarbeitszeit für alle erhöht werden muss oder ob sie gehalten werden auf Kosten dessen, dass Einwanderung nicht mehr möglich ist und dass man mit der Parole Ausländer raus versucht, Populismus für die eigenen Leute zu betreiben. Ein derart verengter politischer Diskussionskorridor, der nur noch zwischen engstirnigen politischen Sichtweisen stattfindet, dem fehlt etwas, vor allem das Vermögen dazu, den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft und damit den Kitt, der uns zusammenhält, zu organisieren. Diesem Kitt ist die Sozialdemokratie verpflichtet. Auch das feiern wir zu diesem, unserem 160. Jubiläum, liebe Genossinnen und Genossen. Sebastian Schwarz hat es vorhin in dem Gedicht Fabrikausgang vorgetragen und ich möchte eine Zeile noch einmal zitieren, die für mich sinnbildlich für das steht, was Sozialdemokratie ausmacht und weshalb wir das auch unter dieses Motto heute gestellt haben. In diesem Gedicht Fabrikausgang heißt es, vorüberziehen in seltsam scheuer Hast, sie an der Arbeitsherren Prunkpalast. Den Tisch, der dort vor Überfülle bricht, sie deckten ihn
doch ihnen blüht er nicht. Diese Zeilen berühren den Kern der Frage, um den es der Sozialdemokratie seit 160 Jahren geht. Den Fortschritt zu organisieren, aber immer mit der Frage gestellt, wie die Breite der Gesellschaft davon profitieren kann, wie gerechter Zugang zum Fortschritt organisiert werden kann. Deshalb haben wir diese Jubiläumsfeierlichkeit nicht einfach nur unter eine historische Käseglocke gestellt, sondern wir haben es unter das Motto Fortschritt braucht Gerechtigkeit gestellt, weil wir überzeugt sind, aus unserer Geschichte und unseren Erfahrungen heraus, dass das der Schlüssel nicht nur zu mehr sozialer Gerechtigkeit, sondern auch zu einer starken sozialen Demokratie ist. Dem fühlen sich viele hier im Raum verpflichtet. Ich danke nicht nur fürs Dasein, sondern auch für diese Form des Engagements. Ich freue mich auf viele Impulse, die wir heute hören werden zur Gegenwart und Zukunft der Notwendigkeit sozialer Demokratie. Und ich freue mich auch, dass wir die Gelegenheit haben, heute miteinander zu feiern, denn das sollten wir nicht vergessen. Schön, dass ihr alle da seid. Und nun lasst uns gemeinsam in diese Jubiläumsfeierlichkeit einsteigen. Los geht's! »160 Jahre SPD. 3, 2, 1. An die Arbeit!« Am Anfang war ein Verein, dann die Vereinigung, dann das Verbot. Und dann ein verboten gutes Comeback. Als Deutschland am Scheideweg stand, rief Scheidemann die Republik aus. Und wir waren die Ersten, die dem wachsenden Nationalismus eine neue Vision von Europa entgegenstellten. Wir haben mit aller Macht gegen die Ermächtigung gekämpft. Und das mit allen Konsequenzen. Nach dem Krieg haben wir uns und unser Land wieder mit aufgebaut, gerade die Frauen. Sie haben bei uns von Anfang an Geschichte geschrieben, unser Grundgesetz mitgeschrieben und bis heute schreiben wir alle uns Gleichberechtigung auf die Fahne. Gezwungenermaßen gingen wir als Partei getrennte Wege und in die Opposition. Wir wurden Volkspartei, Bundespräsident, Bundeskanzler und gehen nur in die Knie, um Vergebung zu bitten. Wir haben das BAföG erfunden. Dafür gesorgt, dass mehr Menschen mehr Demokratie wagen. Wir haben unser Land mit Reformen aus großen Krisen geführt. Und dank Wandel durch Annäherung wuchs zusammen, was zusammen gehört. Auch wir. Wir haben rot-grüne Politik für ein neues Jahrtausend gemacht. Wir sind Zweckehen eingegangen, in denen wir die Ehe für alle eingeführt haben, in denen wir den Mindestlohn eingeführt haben. Gilt überall in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn. Und an viele mehr schuld waren. In Europa bieten wir den Rechten die Stirn. Und wir haben ganz Deutschland gezeigt, wofür SPD steht. Und wofür die SPD steht. Heute treiben wir mit Respekt und Kompetenz in der Zeitenwende weiter den Fortschritt voran. Fortschritt braucht Gerechtigkeit. Seit 160 Jahren Ideen für morgen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Saskia, lieber Lars, lieber Kevin und natürlich liebe Genossinnen und Genossen. 160 Jahre deutsche Sozialdemokratie, das ist eine lange Zeit. Das ist auch eine stolze Zeit. Monarchie, die Weimarer Republik, zwei Diktaturen, die Bonner Republik und schließlich die in Frieden und Freiheit vereinigte Bundesrepublik Deutschland. Das alles hat die Sozialdemokratie in diesen 160 Jahren erlebt, überwunden und zum Guten mitgeprägt. Eine vergleichbare Geschichte kann keine andere Partei in Deutschland vorweisen. Wir haben allen Grund, stolz auf unsere Geschichte zu sein. Nun halte ich diese Rede aber nicht bloß als Sozialdemokrat, sondern auch als sozialdemokratischer Bundeskanzler unseres Landes. Der Rückblick auf diese 160 Jahre ist dabei nicht mein zentrales Thema. Mir geht es frei nach Willy Brandt um die Reformen, für die wir heute kämpfen, damit wir morgen besser leben können. Und darum will ich darüber sprechen, warum es gut ist für unser Land und auch für unsere Partei, dass wir es sind, die in dieser Zeit die Bundesregierung führen. Aber wenn ich darüber aus Anlass von 160 Jahren Sozialdemokratie spreche, dann ist es doch hilfreich, das alles historisch ein wenig einzuordnen.
Auffällig ist nämlich eines. Im Laufe ihrer 160 Jahre hat die Sozialdemokratie in Deutschland insgesamt nur ein knappes Vierteljahrhundert den Regierungschef gestellt. Gute 3 Jahre lang in den 13 Jahren der Weimarer Republik und gute 20 Jahre lang in den bisher 74 Jahren der Bundesrepublik. Dafür gibt es Gründe. Im Kaiserreich waren die Sozialdemokraten die Reichsfeinde, die Partei der Systemopposition, von Reichskanzler Bismarck mittels der Sozialistengesetze unterdrückt. Später dann in der NS-Diktatur war Sozialdemokratie verboten und wurde verfolgt. In der sowjetisch besetzten Zone der späteren DDR wurde sie schon 1946 mit der KPD zwangsvereinigt zur SED. Dennoch war der politische und gesellschaftliche Einfluss der Sozialdemokratie in ihrer Geschichte groß. Und das galt schon für die Zeit des Kaiserreichs. Aus Furcht vor der wachsenden Sozialdemokratie verhängte Bismarck eben nicht nur die Sozialistengesetze. Aus Furcht vor der wachsenden Sozialdemokratie legte er auch die Grundlagen des deutschen Systems der Sozialversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung. Überhaupt erst in der Weimarer Demokratie, in sehr, sehr stürmischer Zeit, geriet die Sozialdemokratie erstmals in die Lage, Regierungsverantwortung für die Republik zu tragen. In den 13 Jahren der ersten Deutschen Republik stellte die SPD gleich 4-mal den Reichskanzler, aber insgesamt dauerte das eben wenig mehr als 3 Jahre. Die SPD war mit Ausnahme der kleinen linksliberalen DDP die einzige Partei, die als Republikpartei fest hinter der Demokratie von Weimar und ihrer Verfassung stand. Mit Friedrich Ebert. Mit Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Gustav Bauer und Hermann Müller stellte sie 4-mal den Reichskanzler. Als erster Präsident der ersten Deutschen Republik amtierte bis 25 Friedrich Ebert. Ich will hier aber ausdrücklich erinnern, auch an einen großen Sozialdemokraten, der viel zu oft vergessen wird. Das war Otto Braun. Otto Braun amtierte von 1920 bis 1932 fast durchgängig als Ministerpräsident des demokratischen Freistaates Preußen. Preußen, das war das mit Abstand größte Land der Weimarer Republik. Es reichte von Aachen bis Königsberg, von Flensburg bis Trier. Fast 40 Millionen Einwohner. Und der Fläche nach fast so groß wie unsere heutige Bundesrepublik. Da, wo ich heute lebe, in Potsdam, gibt es seit 2013 gleich neben dem Landtag den Otto-Braun-Platz. Und da gibt es eine Büste von Otto Braun, auf der steht: Als letzter demokratisch gewählter Ministerpräsident sorgte er dafür, dass Preußen bis zuletzt ein republikanisches Bollwerk gegen den aufkommenden Nationalsozialismus blieb. Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, es ist gut, dass auf diese Weise an den großen Sozialdemokraten Otto Braun erinnert wird. Politische Verantwortung und demokratischer Anstand unter widrigsten Bedingungen, das ist ein wichtiger Teil unserer langen Geschichte. Und darauf können wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer besonders stolz sein. Historisch war die Sozialdemokratie seit dem Kaiserreich und August Bebel tief geprägt von Vorstellungen einer vollkommen anderen, besseren, utopischen Zukunftsgesellschaft. Unter Führung von Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer stand die Partei zunächst in schroffer Opposition zu Adenauers CDU-Staat, wie manche Sozialdemokraten die junge Republik zunächst nannten. Die SPD blieb zunächst die Klassenpartei der Industriearbeiterschaft. Die Öffnung zur breiten Mitte der Gesellschaft fiel ihr anfangs schwer. Der Weg zur Staatspartei heißt das Buch, das der Historiker Kurt Klotzbach über diesen Veränderungs- und Öffnungsprozess geschrieben hat. Und der Weg, den er nachzeichnete, war ein langer Weg. Der wichtigste Markstein dabei war der Godesberger Parteitag von 1959 und das neue Godesberger Grundsatzprogramm. Aber es dauerte dann noch einmal ein Jahrzehnt, bis mit Willy Brandt erstmals ein Sozialdemokrat
Bundeskanzler wurde. Das historisch begründete Spannungsverhältnis zwischen hohem programmatischen Anspruch, einige würden sagen utopischen Überschuss, und der Notwendigkeit, pragmatisch zu handeln, hat die Sozialdemokratie immer geprägt. Dieses Spannungsverhältnis kennzeichnete die Amtszeiten von Willy Brandt und Helmut Schmidt und auch noch die von Gerhard Schröder. Aber gerade dieses Spannungsverhältnis macht unsere Partei aus und es unterscheidet uns zum Besseren von politischen Formationen, die eigentlich gar nichts so richtig vorhaben, außer Status quo und weiter so. Entscheidend ist nur, dass diese Spannung immer eine produktive Spannung sein sollte. Der Pragmatiker Helmut Schmidt hatte sehr recht mit seinem Hinweis, Politik ist nicht nur Denksport, Politik ist auch Handeln. Allerdings lag er, wie ich finde, nicht ganz richtig mit seinem berühmten, auf Willy Brandt gemünzten Spitze, wer Visionen habe, der solle doch besser zum Arzt gehen. Schmidt selbst hat sich später von dieser Aussage distanziert. Es war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage, hat er dazu gesagt. Und in der Tat, er hat damit wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen. Denn die Sozialdemokratie braucht genau diesen Dualismus aus praktischen, tatkräftigen Zupacken im Hier und Jetzt und großen Zielen, die wir gemeinsam verfolgen. Genau dieser Zweiklang ist unser Lebenselixier. Er treibt uns an, er hält uns jung und er macht uns, wenn wir es richtig anstellen, auch attraktiv. An genau diesem Punkt stehen wir jetzt wieder. Wir regieren, wir entscheiden, wir handeln. Praktisch, tatkräftig und zuverlässig. Nicht nur im Bund, auch in den Ländern, in Städten, Kreisen und Gemeinden, überall in unserem Land, Tag für Tag. So haben wir die Covid-Pandemie bewältigt. So haben wir unser Land sicher und warm durch den vorigen Winter gebracht, nachdem Russland mit seinem imperialen Eroberungskrieg gegen die Ukraine die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung der vergangenen Jahrzehnte über den Haufen geworfen hat. Nie wieder sollten in Europa Grenzen mit Gewalt verschoben werden. Darüber waren sich in Europa alle Staaten einig, auch dank sozialdemokratischer Entspannungspolitik, dank der Politik von Willy Brandt und Helmut Schmidt, die in den 70er Jahren die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1975 zur Schlussakte von Helsinki möglich machte. Die Nichtanwendung von Gewalt, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die territoriale Integrität von Staaten, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, alle diese Prinzipien sind in der Schlussakte von Helsinki festgeschrieben. Für alle diese Prinzipien stehen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus tiefer Überzeugung ein. Und alle diese Prinzipien hat Wladimir Putin brutal in den Wind geschlagen. Darum ist es gerade aus sozialdemokratischer Perspektive so folgerichtig, ja unausweichlich, dass wir die ukrainische Nation in ihrem tapferen Verteidigungskampf um ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung als europäische Nation mit aller Kraft unterstützen. Humanitär, wirtschaftlich, mit Waffen und vor allem auf Dauer. Diesen Krieg gegen die Ukraine und auch gegen alle Werte und Prinzipien, für die unsere Partei seit 160 Jahren steht, diesen Krieg darf und wird Russland nicht gewinnen. Dieses bittere Kapitel der Geschichte unseres Kontinents, heraufbeschworen von Wladimir Putin in seinem imperialistischen Wahn, wird damit enden, dass sich die freie Ukraine als vollwertiges Mitglied der Europäischen Union anschließt. In diesem großen Streit um die Zukunft der europäischen Ukraine und die Zukunft Europas muss die Sozialdemokratie ohne Wenn und Aber Flagge zeigen. Hier geht es um unsere Grundwerte und Prinzipien.
Zugleich aber wird uns der russische Krieg nicht davon abhalten, die historische Aufgabe anzugehen, die jetzt vor uns liegt. Das ist die klimagerechte Transformation unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Schon bis 2030 werden wir 4/5 der Energie, die wir verbrauchen, aus erneuerbaren Quellen haben. Das sind noch 7 Jahre. Bis 2045 soll Deutschland vollständig klimaneutral sein. Das sind noch 22 Jahre. Und gleichzeitig soll Deutschland ein starkes Industrieland bleiben, mit Wohlstand und guter Arbeit für alle, angetrieben von erneuerbarer Energie, widerstandsfähiger und wetterfester, resilienter und weniger abhängig von einzelnen Ländern als bisher. 2 Irrtümern will ich ausdrücklich widersprechen. Zum einen, das ist kein Thema einer ganz bestimmten Partei, wie manche immer noch meinen, das ist eine existenzielle Transformation. Denkt ans Ahrtal vor 2 Jahren. Guckt euch die Bilder an aus der Emilia-Romagna in Italien, gerade jetzt in diesen Tagen. Das hört nicht mehr auf. Und deshalb, ob es uns gelingt, die menschengemachte Klimakrise zu stoppen oder nicht, davon hängt die Art und Weise des menschlichen Lebens auf der Erde ab. Zum anderen, die Transformation, die vor uns liegt, das ist auch nicht nur eine technische oder technokratisch zu bewältigende Transformation. Denn auch das glauben ja manche, dass es bei diesem Umbau vor allem um Instrumente geht, um Windräder und Anlagen für Elektrolyse oder Biomasse. Ja, natürlich, um das alles geht es auch. Wir müssen pro Tag 4 bis 5 Windräder bauen und neue Solaranlagen so groß wie 40 Fußballplätze. Wir brauchen tausende Kilometer neuer Stromleitungen und noch vieles, vieles andere. Alle diese technischen Fragen müssen wir lösen. Alle diese Fragen können wir lösen und wir werden sie lösen. Eine gute, klimaneutrale Zukunft ist möglich mit Wohlstand und Wachstum, mit Investitionen und vielen, vielen guten neuen Arbeitsplätzen. Unter einer Voraussetzung. Unter der Voraussetzung nämlich, dass wir den großen Aufbruch, vor dem wir stehen, auch als großen gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aufbruch begreifen, als einen Prozess, einen Weg, den wir gemeinsam gehen, und zwar alle gemeinsam. Denn gelingen wird uns dieser große Aufbruch nur dann, wenn alle Bürgerinnen und Bürger die Zuversicht haben können, das geht gut aus für mich selbst, das geht gut aus für mein Dorf, meine Stadt, meine Region. Das geht gut aus für meine Kinder und für meine Enkel. Da sind wir noch nicht ganz. Manche fürchten sich vor dem Wandel, vor der Veränderung, vor dem Aufbruch. Das ist völlig normal und völlig verständlich in einer Gesellschaft, in der es vielen ja nicht schlecht geht und in der viele etwas zu verlieren haben. Manche fühlen sich verunsichert, überfordert, bevormundet und belehrt, ja auch angegriffen und geringgeschätzt in ihrer Art zu leben, wenn von Aufbruch und Veränderung die Rede ist. Manche sind deshalb auch empfänglich für die Parole, dass angeblich früher alles besser war. Make America great again. Take back control. Hol dir dein Land zurück. Again, back, zurück. Früher war alles besser, soll das heißen. Wir kennen die politischen Mitbewerber, die mit diesen Botschaften hausieren gehen. Was sie vorgaukeln, ist Sicherheit vor dem Wandel. Aber dieses Versprechen ist trügerisch. Denn diese Leute haben keine einzige praktische Lösung für die Zukunftsaufgaben, vor denen wir stehen. Und genau hier liegt die spezifische große Aufgabe der Sozialdemokratie in dieser Zeit und in den kommenden Jahrzehnten. Wir wissen, Sicherheit durch Wandel und Sicherheit im Wandel, beides gehört zusammen.
Neue Sicherheit, Wohlstand, gute Arbeitsplätze, eine gute Zukunft, das setzt Veränderung voraus. Und wir haben auch einen Plan, wie das Schritt für Schritt funktionieren wird. Aber wir wissen zugleich, richtige Ziele und ein guter Plan sind nicht genug. Ohne Geländer, ohne Sicherheit im Wandel werden sich viele Bürgerinnen und Bürger nicht darauf einlassen, den Weg der Transformation zu gehen. Zu diesem Geländer gehört ein kraftvoller und wirksamer Sozialstaat. Wer wüsste das wohl besser als wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten? Dazu gehört aber auch ein gesellschaftliches Klima, dazu gehört eine politische Kultur, die den Prozess der Veränderung erleichtert und ermöglicht. Wer genau genug hinschaut, erkennt doch, viele der Blockaden, der Konflikte, der Verletzungen, der Kränkungen, der Ressentiments in unserer Gesellschaft haben damit zu tun, dass sich Menschen nicht genug wahrgenommen fühlen. Sie fühlen sich nicht anerkannt, nicht gesehen, nicht gewürdigt und einander nicht und auch nicht als Bürgerinnen und Bürger in ihrem Verhältnis zum Staat. Und darum lautet mein Plädoyer. Die Sozialdemokratie des 21. Jahrhunderts muss einstehen für eine Gesellschaft des Respekts. Respekt. Respekt, das heißt, dass wir uns bei aller Verschiedenheit als Gleiche unter Gleichen wahrnehmen. Respekt, das heißt, dass niemand auf andere herabschaut, weil er oder sie sich selbst für stärker hält, für gebildeter, für reicher oder für besonders woke. Die Kassiererin im Supermarkt, der IT-Experte, der Altenpfleger, die Reinigungskraft, der Paketbote, die Chefärztin, der Zugbegleiter im Regionalexpress. Jeder und jede einzelne von ihnen wird gebraucht in dieser Zeit. Jede und jeder einzelne von ihnen leistet einen unverzichtbaren Beitrag zu unserem Gemeinwesen. Und sie alle haben Anspruch und Anerkennung, haben Anspruch auf Anerkennung, auf Würde und Respekt, auf anständige Arbeitsbedingungen. Denn jeder und jede einzelne von ihnen ist, wie es der Sozialphilosoph Axel Honneth nennt, der arbeitende Souverän. Mehr Freundlichkeit und Wohlwollen, mehr Anerkennung und Augenhöhe, übrigens auch mehr Gelassenheit im Umgang mit anderen Ansichten und Lebensstilen, das alles macht eine Gesellschaft des Respekts aus. Solch eine Gesellschaft des Respekts ist schon für sich genommen eine erstrebenswerte Gesellschaft. Und schon deshalb muss die Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert die Partei in Deutschland sein, die sich ausdrücklich das Ziel einer Gesellschaft des Respekts auf ihre Fahnen schreibt. Auf diesem großen Ziel zu beharren, hat nichts mit utopischem Überschuss zu tun. Auf diesem Ziel zu beharren, ist heute das Gebot ganz praktischer politischer Vernunft. Denn gerade Respekt schafft die Bedingung dafür, dass Bürgerinnen und Bürger nicht Zuflucht suchen in irgendeiner angeblich guten alten Zeit. Gerade Respekt schafft die Bedingung dafür, dass Bürgerinnen und Bürger sich dem zuwenden, wofür die deutsche Sozialdemokratie seit 160 Jahren steht. Politik für eine gute Zukunft. Politik für eine gute neue Zeit. Schönen Dank. Vielen Dank, lieber Olaf, oder auch Respekt. Die Sozialdemokratie ist eine internationalistische Bewegung und deshalb ist dieses Jubiläum nicht vorstellbar, ohne das auch sichtbar werden zu lassen und
hörbar werden zu lassen. Wir hören nun eine Grußbotschaft, die uns zugegangen ist, eine Grußbotschaft unseres Genossen Pedro Sánchez aus Spanien, der Vorsitzender ist der Partido Socialista Obrero Español, der PSOE, unserer Schwesterpartei in Spanien, der in etwa 2 Wochen sein 5-jähriges Amtsjubiläum feiern wird, der einer unser Partner fürs sozialdemokratische Jahrzehnt auf dem europäischen Kontinent und für gemeinsame Vorhaben ist und an dessen Seite wir stehen, wenn es darum geht, seine politische Mehrheit in Spanien Ende dieses Jahres auch verteidigen zu können. Wir freuen uns, dass er sich die Gelegenheit genommen hat, einen Gruß an uns zu richten. Und hier ist Pedro. Queridos compañeros y compañeras del SPD, es para mí un placer haceros llegar esta felicitación con motivo de vuestro 160 aniversario. Una ocasión que no solo recuerda la larga y provechosa trayectoria de vuestra formación, sino que sirve para celebrar la vigencia de las ideas que nos unen. En estos 160 años, la socialdemocracia ha sido responsable de los mayores logros de progreso colectivo, dando forma a nuestra principal obra, que es el estado del bienestar. Así ha ocurrido también en el presente, ante la pandemia de la COVID-19, ante las sucesivas crisis económicas, son las políticas socialdemócratas las que mejor han protegido vidas, trabajadores y empresas, y las que han inspirado una respuesta europea decisiva, solidaria, uniéndonos en la recuperación y en la transformación de nuestros países. Una vez más, van a ser nuestras ideas las que abran paso al futuro. Lo harán defendiendo el internacionalismo frente a las propuestas nacionalistas y autocráticas y liderando una transición energética y una transformación digital justas frente al negacionismo o la inacción. El camino, pues, continúa y ahí estará el SPD, fiel a los principios con los que nació, trabajando por alcanzar nuevas cotas de progreso, de justicia y de bienestar social, luchando siempre por eliminar desigualdades. Así que, feliz aniversario, compañeros y compañeras, y larga vida al SPD. Herzlich willkommen auch von mir, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der SPD. Wie schön, dass ihr gekommen seid, um dieses Jubiläum mit uns zu feiern. 160 Jahre. Wir blicken voller Stolz auf unsere Vergangenheit und wir feiern unser Jubiläum in der Gegenwart, in der wir Zukunft gestalten. Ich tue das gemeinsam mit großer Freude mit dir, lieber Lars, als Doppelspitze der SPD und mit dir, lieber Kevin, als unser Generalsekretär. Wir tun das gemeinsam mit Hunderttausenden aktiven Genossinnen und Genossen, mit unserem Bundeskanzler Olaf Scholz und den SPD-Mitgliedern in der Bundesregierung, mit unseren Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in den Ländern, mit Rolf Mützenich und einer starken Bundestagsfraktion, mit Katharina Barley als unserer Stimme in Europa und den anderen sozialdemokratischen Abgeordneten im Europäischen Parlament, mit vielen, vielen Verantwortungsträgern in den Landtagen, in den Kommunalparlamenten, in der Kommunalpolitik und natürlich mit unseren Kooperationspartnern in Gewerkschaften und anderen Organisationen, die uns seit Generationen, bald seit 160 Jahren, zur Seite stehen. Fortschritt braucht Gerechtigkeit. Unter diesem Motto steht unser 160. Jubiläum. Es ist wohl die zentrale Aufgabe der Sozialdemokratie, des sozialdemokratischen Jahrzehnts, in das wir aufgebrochen sind. Nach Jahren des konservativen Stillstands den Fortschritt in die Hand zu nehmen und dabei die Zukunft zum Besseren zu wenden. Unsere Partei hat in ihrer langen Geschichte immer dafür gekämpft, dass es den Menschen besser geht. Wir stellen dafür die Gerechtigkeitsfrage immer wieder neu und finden auf der Grundlage unserer Werte neue Antworten für neue Zeiten. Und dazu gehören ganz klar Antworten auf die so zentralen Fragen nach der gerechten Verteilung des Reichtums in unserer Gesellschaft. Und dazu gehört natürlich auch die Frage der gerechten Verteilung von Macht und Respekt
zwischen den Klassen, zwischen den Schichten, zwischen den Geschlechtern. Der Kampf der SPD. Der Kampf der SPD war immer auch der Kampf für die Rechte der Frau. Und deshalb ist es gut, dass wir am Sonntag in unsere Jubiläumstage eingestiegen sind mit dem Geburtstag der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, die 50 Jahre nun schon besteht, und mit dieser Ausstellung 16 Frauen aus 16 Jahrzehnten, 16 starke Sozialdemokratinnen, die unsere Geschichte eben auch sehr maßgeblich mitgeprägt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, es war die Sozialdemokratie, die aus dem Liberalismus, der liberalen Idee von Freiheit, das Projekt der sozialen Emanzipation machte. Denn diese Freiheit, sie ist bedingungsreich. Das Ziel sozialer und politischer Emanzipation für jeder Mann und jede Frau ist untrennbar verbunden mit Bildung. Weltaneignung hat Humboldt das genannt, was Menschen in ihrer Persönlichkeit stärkt, ihre Eigenständigkeit ausbildet, sie mächtig macht, wissensmächtig und wirkmächtig und dazu bereit und fähig, immer wieder Neues zu lernen. Auch die Arbeiterbildungsvereine, die im 19. Jahrhundert überall gegründet wurden, waren so viel mehr als Orte der Wissensvermittlung. Sie waren Orte der Emanzipation und der Organisation gemeinsamer Interessen der Arbeiterschaft. Und damit waren sie Keimzelle der Sozialdemokratie. Wir kämpfen für ein gutes Leben für alle Menschen. Ein Leben, in dem dein Weg nicht davon abhängt, wo du oder wo deine Eltern herkommen oder welches Einkommen sie haben. In dem nicht deine Hautfarbe oder dein Geschlecht darüber entscheidet, was du tun kannst. In dem es keine Rolle spielt, was du glaubst, wie du lebst, wen du liebst. Sondern nur du. Denn dein Leben gehört dir. Das ist seit jeher unser Menschenbild. Dieses Menschenbild ist von Respekt geprägt. Der Respekt, von dem Olaf in seiner Rede so eindrücklich gesprochen hat. In einer Gesellschaft, die von solchem Respekt geprägt ist, begegnen sich Menschen in all ihrer Verschiedenheit als Gleiche. Du hast es gesagt, auf Augenhöhe, wie man heute so unsinnig sagt, und gemeinsam können sie die Welt aus den Angeln heben. Das Emanzipationsversprechen war die große, unbändige Kraft der Arbeiterbewegung, die Kraft der Sozialdemokratie. Und ich will euch heute dafür begeistern, dieses Emanzipationsversprechen zu erneuern. Denn das gibt uns Kraft. Genau diese Kraft, liebe Genossinnen und Genossen, die wir auch heute, genau heute brauchen. Denn es ist eine unruhige Zeit, in der wir leben. Eine Zeit multipler Krisen, die uns vieler Gewissheiten beraubt haben. Die Menschen und ihre Gesellschaft sind spürbar erschöpft. Und gleichzeitig stehen wir inmitten riesengroßer Umbrüche, die sich von diesen Krisen nicht aufhalten lassen, die im Gegenteil sogar von ihnen beschleunigt werden. Dekarbonisierung, Digitalisierung, Demografie. Diese sogenannte Transformation ist der größte Umbau unserer Industriegesellschaft seit ihrer Entstehung. Unsere Welt wird eine andere sein, wenn wir klimaneutral wirtschaften und leben. 200 Jahre lang haben wir für so ziemlich alles, was wir Fortschritt nennen, fossile Energien verbrannt und auch sonst ziemlich über die Verhältnisse unseres Planeten gelebt. Und jetzt wollen wir in 20 Jahren damit aufhören. Wow, das ist eine große Aufgabe. Unsere Welt wird eine andere, ist bereits eine andere, wenn unsere Wirtschaft, wenn unsere Kommunikation, unser Wissen, unser Leben von Daten getrieben wird. Es steckt da ein emanzipatives Potenzial in der Digitalisierung, doch dafür braucht es Kompetenzen und demokratische Strukturen, die bereit sind, sich den globalen Marktmächten entgegenzustellen. Und natürlich wird unsere Welt eine andere sein, wenn meine Generation, die Boomer-Generation, den Staffelstab an eine Generation übergibt, die gerade mal halb so groß ist und die eine ganz eigene Vorstellung davon hat, wie sie leben und arbeiten will. Von der Fülle der Aufgaben, von der Komplexität der Welt, von ihrer Unwägbarkeit kann einem leicht schwindelig werden. Jeder und jede, da wette ich,
auch hier im Raum, hat schon mal gedacht, könnten wir die Welt nicht mal ganz kurz anhalten? Aber wir lassen uns nicht bange machen, denn aus unserer Geschichte beziehen wir die Kraft, diese Umbrüche zu gestalten, mit den Menschen, für die Menschen. Wir wollen sie darin bestärken, selbst mit anzupacken und den technologischen Fortschritt zum sozialen Fortschritt zu wandeln, an dem alle gleichermaßen teilhaben. Und dabei werden wir es wagen müssen, Altes in Frage zu stellen und Neues vielleicht weiterzudenken als bisher. Und dabei immer die Sicherheit zu bieten, dass niemand allein gelassen wird. Zuversicht ist unsere Botschaft, die sich aus der Formel von Sicherheit durch Wandel, Sicherheit im Wandel ergibt. Und ich finde, wir haben allen Grund zur Zuversicht. Denn Deutschland ist ein starkes Land. Und wir haben eine starke, sozialdemokratisch geführte Regierung. Eine Regierung, die in den vergangenen Monaten den internationalen Zusammenhalt gegen die russische Aggression organisiert hat, die eine Wirtschaftskrise, eine soziale Krise abgewendet hat und gleichzeitig wichtige Weichenstellungen für eine gerechte, eine klimagerechte Zukunft vorgenommen hat und natürlich weiter vornehmen wird. Doch ich sage es ganz klar, alleine auf dem Vertrauen in ein starkes Land und in eine starke Regierung wird sich die Zuversicht der Menschen auf Dauer nicht speisen lassen. Ihre Zuversicht sollte und sie muss auf der eigenen Kraft beruhen, ein Leben im Wandel selbstbestimmt gestalten zu können. Und damit sind wir zurück bei der Erneuerung des Emanzipationsversprechens. Ich bin überzeugt, dafür braucht es Bildung, es braucht starke individuelle und kollektive Rechte und es braucht Freiräume, in denen sich ein Leben entfalten kann. Lasst mich also zunächst über Bildung reden, ein Bereich, in dem wir uns als Gesellschaft immer noch die größte Ungerechtigkeit leisten. Denn seit Jahren hält uns die Bildungsforschung den Spiegel vor. Wie kaum in einem anderen Land hängen die Bildungschancen bei uns vom Elternhaus ab, von der Sprache, die dort gesprochen wird, aber vor allem und noch mehr vom Geldbeutel. Wir leisten es uns, dass jedes vierte Kind am Ende der Grundschulzeit nicht genügend gut lesen, schreiben, rechnen, zuhören, sich artikulieren kann. Jedes vierte. Diesen Kindern ist schon im Alter von 10 Jahren der Weg in ein selbstbestimmtes Leben mehr oder minder verbaut. Viel zu viele von ihnen erreichen keinen Schulabschluss und haben kaum Chancen auf eine berufliche Ausbildung. Jedes einzelne dieser Kinder ohne gerechte Bildungs- und Lebenschancen ist ein Drama für sich. Und diese schreiende Ungerechtigkeit hat auch harte Folgen für unsere Volkswirtschaft, für das Gelingen oder Scheitern dieser Transformation und ganz klar auch für unsere Demokratie. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, muss eine gute und gerechte Bildung für alle unsere Kinder und Jugendlichen endlich als gesamtstaatliche Aufgabe verstanden werden. Lasst uns dafür alle Kräfte bündeln und gemeinsam an einem Bildungsaufbruch für alle Kinder, an einem Bildungsaufbruch für unser Land arbeiten. Mit Kitas und Schulen, die strahlen, in modernen Gebäuden, mit bester Ausstattung, mit genügend und gut ausgebildetem Personal, mit einem Fokus auf die Kinder, die unsere Unterstützung ganz besonders brauchen, mit einem Fokus auf die Kompetenzen, die für Teilhabe, für ein selbstbestimmtes Leben so bedeutsam sind, natürlich lesen, schreiben, rechnen, aber auch Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken, das nötige Wissen, um die digitale Welt zu verstehen und nicht zuletzt die Fähigkeit und damit auch die Gewissheit, sich neue Kompetenzen jederzeit selbst aneignen zu können. Und ich sage ganz deutlich, wenn wir dazu festgefahrene Strukturen überwinden müssen, dann sollten die Kinder uns das auch wert sein. Liebe Genossinnen und Genossen, digitale Kompetenzen zählen zu den zentralen Kulturtechniken des 21. Jahrhunderts. Und damit bin ich bei der zweiten Aufgabe, die ich beschreiben will. Wie im Mittelalter der Buchdruck, das habt ihr schon öfter mal gehört, verändert heute der Online-Zugang zum Wissen dieser Welt unser Bildungssystem, unsere Aus- und Weiterbildung, unsere gesamte Arbeitswelt, unser Leben.
auf der Höhe der Zeit zu bleiben, bildet jetzt die Grundvoraussetzung für demokratische Teilhabe, an Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen und Entscheidungen, aber natürlich auch für die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft. ChatGPT als Anwendung künstlicher Intelligenz lässt uns erahnen, was schon in naher Zukunft möglich ist. Für manche scheint es fast Magie zu sein, was dort passiert. Andere malen das Ende jeglicher menschlichen Selbstbestimmung an die Wand. Einige haben sich ein Moratorium gewünscht. Sie wollten, glaube ich, die Welt kurz mal anhalten. Ich sage, bleiben wir cool und gehen wir ins Handeln. Technisch sind wir auch hier in Europa auf der Höhe der Zeit, doch bei der Verfügbarkeit von Rechenleistung und von Daten müssen wir besser werden. Am Ende sind wir als wertegeleitete Demokratie und als Rechtsstaat immer in der Lage zu bestimmen, was die Maschine für uns tun soll und was nicht. Ich bin davon überzeugt, dass gerade die Digitalisierung mehr sozialen Fortschritt möglich macht. Wenn wir das wollen, kann die Digitalisierung einen ganz entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass wir Energie und andere Ressourcen effizienter einsetzen, dass wir mit weniger menschlicher Arbeit mehr erreichen und uns auf das Wichtige konzentrieren können, dass Bildungsangebote den individuellen Bedürfnissen der Lernenden besser gerecht werden, dass medizinische Behandlung sicherer und erfolgreicher wird und vieles, vieles mehr. Wir haben es in der Hand. Wir haben es in der Hand, die Weichen richtig zu stellen. Wir müssen die nötigen Freiräume schaffen und Grenzen richtig setzen mit EU-Verordnungen, mit Bundesgesetzen, aber auch natürlich im Rahmen der Mitbestimmung in den Betrieben. Ich sage aber auch ganz klar, wer in der Öffentlichkeit des Netzes, in der internationalen Öffentlichkeit des Netzes Geld mit den Daten der NutzerInnen und mit der Digitalität unseres Alltags verdient, der muss einen angemessenen Beitrag an der Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Ich spreche von Steuern. Und der muss natürlich... Und er muss natürlich eine besondere Verantwortung auch für diese öffentlichen Räume übernehmen, gegen Desinformation, gegen Hass und für den Schutz der Demokratie. Und gleichzeitig sage ich, wir müssen bereit sein, im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge die Bedingungen dafür zu schaffen, dass Alternativen zu diesen kommerziellen öffentlichen Räumen entstehen können. Alternativen, die sich nicht am Monetären orientieren, sondern am Gemeinwohl, damit die Digitalisierung zu unserem selbstbestimmten Leben beitragen kann. Liebe Genossinnen und Genossen, Digitalisierung und Demografie sorgen gerade dafür, dass unser Arbeitsmarkt gründlich durcheinander gewirbelt wird. Und das ist erst der Anfang. Doch schon heute hat sich unser Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmerinnenmarkt entwickelt. Das bringt BewerberInnen, Beschäftigte und ihre gewerkschaftlichen VertreterInnen in eine komfortable Position, und ich finde, das ist auch gut so. Es bringt uns alle in die Lage, gesellschaftlich neu über die Balance von Leben und Arbeit zu verhandeln. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Denn mehr und mehr sehnen sich die Menschen nach Arbeitszeiten, die zum Leben passen, wie es der DGB so treffend formuliert. Ich habe zum 1. Mai eine Debatte über die Vier-Tage-Woche angestoßen. Ich finde es jetzt erst mal gut, dass alle drüber sprechen. Denn während ein Teil der Beschäftigten die Vorteile des Homeoffice für sich nutzen kann, um Leben und Beruf besser in Einklang zu bringen, kann die Arbeit am Pflegebett oder am Hochofen nicht so gut nach Hause verlagert werden. Und für diese Beschäftigten ist die Vier-Tage-Woche eine Chance, eine bessere Balance in ihr Leben zu bringen. Und natürlich muss es dann einen Lohnausgleich geben. Wir wollen doch nicht, dass der Fortschritt ein Elitenprojekt wird. Klar muss ich zugeben, es hört sich erst mal nach einem Widerspruch an, in Zeiten des Fachkräftemangels von Arbeitszeitverkürzung zu sprechen. Doch das größte Potenzial zur Behebung des Fachkräftemangels liegt in der Senkung der Teilzeitquote. Und die ist kaum irgendwo so hoch wie in Deutschland. Anders als etwa in Frankreich, wo die Ganztagesschule an 4 Tagen die Regel ist, arbeiten in Deutschland aktuell 2,5 Millionen Mütter in Teilzeit
oder sogar nur geringfügig, weil bei uns der Ganztag noch die Ausnahme ist und auch die Tagespflege fristet ein Nischendasein. Würden diese Frauen ihre Wochenarbeitszeit auch nur um eine Stunde steigern, ergäbe das ein zusätzliches Arbeitsvolumen, wie es 70.000 Vollzeitbeschäftigte erbringen könnten. Natürlich, liebe Männer, ist eine solche Ausweitung der Frauenerwerbsquote nur mit einer fairen Verteilung der unbezahlten Care-Arbeit denkbar. Also, ran an den Wickeltisch, ab an die Waschmaschine und auf zum Elternabend. Doch. Es braucht natürlich auch bessere Angebote im Ganztag, bezahlbar, verlässlich. Wir haben während Corona gemerkt, was passiert, wenn das alles nicht verlässlich ist. Und verbunden, und das ist wirklich wichtig, diese Ganztagangebote müssen verbunden sein mit besten Bildungschancen für die Kinder. Insgesamt kann eine Vier-Tage-Woche neue Freiräume für eine bessere Balance von Leben und Arbeit bieten. Studien und Praxisberichte zeigen, dass die Arbeitszufriedenheit und die Produktivität der Beschäftigten steigt und gleichzeitig Krankenstand und Fluktuation sinkt. Unternehmen, die das ausprobiert haben, können feststellen, dass ihre Attraktivität als Arbeitgeberin steigt. Hört sich für mich danach an, als könnten alle nur gewinnen. Alles in allem ist es gerade in Zeiten des Wandels nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten, und dazu will ich die SPD unbedingt auffordern, auch mal out of the box zu denken. Liebe Genossinnen und Genossen, ich komme zum Schluss. Wer, wenn nicht wir, könnten mit Zuversicht sagen, wir packen das, was da an Veränderungen vor uns liegt, denn seit 160 Jahren sind wir die Partei, die dafür kämpft, dass es besser wird in der Veränderung. Seit 160 Jahren gelingt es uns, neue Antworten auf die Herausforderungen der neuen Zeit zu finden, weil wir uns von unseren Werten leiten lassen. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind zeitlos. Sie sind zeitlos deshalb, weil wir sie immer wieder neu anwenden. Auch wenn die Welt sich wandelt, bleibt die Verteilungsfrage auf der Agenda versprochen. Und lasst uns gemeinsam das Emanzipationsversprechen der SPD erneuern. Die Zukunft unserer Kinder ist nicht von fremden Mächten bestimmt. Es ist an uns, die Voraussetzungen zu schaffen, dass sie ihren Weg gehen können, ganz gleich, ob sie Bauarbeiterin, Lehrer, Influencerin, Industriearbeiter, Professorin, Architekt oder gar Politikerin werden wollen. Vor allem eins: glücklich. In starken Bündnissen mit den Gewerkschaften, mit vielen anderen befreundeten Organisationen arbeiten wir für eine Gesellschaft, in der alle Menschen für ihre Lebensentscheidungen, ihre Lebensleistungen auch Respekt erfahren, in der sie einen Sozialstaat an ihrer Seite wissen, der sie dabei unterstützt, ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Was dafür notwendig ist, habe ich gesagt, ein Bildungsaufbruch ist vonnöten. Eine demokratische Gestaltung der Digitalisierung und die gerechte Verteilung ihrer Mehrwerte und eine Balance von Leben und Arbeit, die es Menschen möglich macht, mehr selbst über ihr Leben zu bestimmen. Wir brauchen mal wieder den Mut, das zu denken, was erst neulich noch unerreichbar erschien. Wie auch Max Weber sagt, das Mögliche kann nicht erreicht werden, wenn nicht immer wieder nach dem Unmöglichen gegriffen wird. Die Zukunft gehört uns allen. Dein Leben gehört dir.
Ottilie Bader, Ein steiniger Weg, Lebenserinnerungen einer Sozialistin, Berlin, erschien im Vorwärts 1921. Auszüge aus dem Kapitel Kindheit und erste Arbeitsjahre. Ich blieb einige Jahre beim Wäschenähen und arbeitete dann auch mit meiner Schwester, die nun herangewachsen war, zusammen. Sie war dreister als ich und sie hatte dann auch dafür gesorgt, dass wir uns andere Arbeit suchten. Wir fanden sie in der Wollfabrik von Schwendi in der Gitschiner Straße, aber wir kamen in verschiedene Arbeitssäle. Etwas mehr verdienten wir wohl hier, 2 Taler in der Woche, dafür aber waren die Zustände in dieser Fabrik ganz furchtbar. Und es hieß, wer ein paar Jahre dort arbeitet, hat die Schwindsucht. Unser Meister war gut, aber Macht hatte auch er nicht. Organisationen, die unser Interesse wahrnahmen, gab es nicht. Ebenso wenig gab es eine Gewerbeaufsicht. So mussten wir diese Zustände eben hinnehmen. Wir hatten von dicken Wolltupfen dünnere Stränge zu spinnen. Wenn nun die Wolle schleuderte und Schlingen warf, die wieder in Ordnung gebracht werden mussten, durften nicht etwa die Maschine angehalten werden, sondern wir mussten in das laufende Getriebe hineinfassen, in aller Geschwindigkeit die dicken Stellen herausnehmen, die Fäden wieder zusammenwirbeln und knoten, damit sie durch die Öse gingen. Das gab zerschundene Hände und Knie. Schlimm war hier so manches. Die Aborte lagen neben dem Arbeitssaal. Da noch alle Kanalisation fehlte, gab es eben nicht selten vor, dass sie überliefen und im Arbeitssaal eine kaum zu ertragende Luft verbreiteten. In dieser Luft mussten junge Menschen Tag für Tag arbeiten. Da musste sehr oft nachts gearbeitet werden. Das geschah in der Weise, dass gewöhnlich die Nacht vom Freitag auf den Sonnabend eingelegt wurde. Der Sonnabend war dann aber nicht etwa frei, sondern musste ebenso durchgearbeitet werden wie alle anderen Tage. Das heißt also, es waren 3 Tagesschichten hintereinander, ohne nennenswerte Pausen dazwischen. In der Nacht gab es eine Tasse Kaffee, das heißt dicke Zichorienbrühe, die nicht ich herunterbringen konnte. Ich war damals so elend, dass ich wohl wie eine halbe Leiche an der Maschine stand. Das fiel sogar dem Chef auf. Ich höre noch, wie er zu dem Werkführer sagte, sag mal, wie sieht denn die aus? Ist die wohl krank? Ja, sagte der Werkführer, die kann das Nachtarbeiten eben nicht vertragen. Ist ja auch zu viel für ein ordentliches Mädchen. Es ist später hier nie mehr nachts gearbeitet worden. Dieser Chef führte dann auch eine neue Lohnmethode ein, wie es hieß, zu unserem Vorteil. Wir sollten die vollgesponnenen Rollen abwiegen und was wir mehr als ein bestimmtes Quantum hatten, sollte uns extra bezahlt werden. Wir waren natürlich, verlockt durch die Aussicht, mehr zu verdienen, dazu bereit und arbeiteten nun um die Wette. Da hatte einer der Arbeiterinnen eine für die damalige Zeit merkwürdig richtiges Einsehen. Ich sehe sie noch, wie sie eines Tages mitten unter uns stand, ein hübsches, rotblondes Mädchen aus Rixdorf, und uns sagte, Kinder, nun seid doch nicht dumm. Der will doch bloß sehen, wie viel wir arbeiten können. Wenn wir wirklich ein paar Wochen lang ein paar Groschen mehr dabei haben, das ziehen sie uns doch nachher wieder ab. Ich bin 2 Jahre in dieser Fabrik gewesen. Dann habe ich Verschiedenes gearbeitet, auch Mäntel genäht. Man musste eben allerlei versuchen, wenn man keine regelrechte Lehre durchgemacht hatte. Eine eigentliche Lehrzeit, wenn auch nur eine sehr kurze, habe ich erst später gehabt. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, heute stehen wir hier, heute feiern wir unseren 160. Geburtstag. Es ist für mich eine besondere Ehre, das als Vorsitzender gemeinsam mit dir, Saskia, tun zu können. Wir feiern die älteste Partei, aber wir lehnen uns nicht zurück. Selbstzufriedenheit die Einstellung und die Haltung der Sozialdemokratie. Wir wollten nie stehen bleiben. Wir haben immer nach vorne geschaut. Wir haben die Herausforderungen der Zeit und der Zukunft angenommen. Und wir haben angepackt, liebe Genossinnen und Genossen, für eine bessere Zukunft.
Ich habe schon viele Abgesänge auf die Sozialdemokratie erlebt. Auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit titelte der Deutschlandfunk 2016. Tod oder lebendig, der Spiegel 2017. Europas Sozialdemokraten am Abgrund, die FAZ 2019. Und ja, wir sind oftmals nicht die schrillste, nicht die lauteste, auch nicht die hipste Partei. Brücken in die Gesellschaft zu bauen, ist uns wichtiger als eine reißerische Überschrift. Wir setzen uns dafür ein, dass diejenigen gehört und gesehen werden, die nicht die stärksten und kraftvollsten in dieser Gesellschaft sind. Und genau dafür müssen wir uns nicht schämen. Im Gegenteil, das ist der Grund, warum es uns nach 160 Jahren noch gibt. Warum wir heute in so vielen Gemeinden, in Landkreisen, in Bundesländern regieren. Warum wir heute, lieber Olaf, mit dir den Bundeskanzler stellen. Unser Blick richtet sich immer in die Zukunft. Die nächsten 10 Jahre werden entscheidend sein für die Frage, ob Deutschland ein starkes Land bleibt. Frieden in Europa, Globalisierung, Klimaneutralität und soziale Gerechtigkeit, Einwanderung und Integration, gute Arbeit in Zeiten des technischen Fortschritts, Verteilungsfragen. Alle diese großen Debatten rücken gerade schlagartig in den Mittelpunkt unserer politischen Auseinandersetzung. Politik wird nicht langweilig. Vor uns liegen herausfordernde Jahre, weitreichende und auch schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind. In einem, liebe Genossinnen und Genossen, bin ich mir sicher, es braucht eine starke Sozialdemokratie, um die Gesellschaft gut durch die nächsten Jahre zu bringen, um dieses Land und diesen Kontinent stark zu halten. Und deswegen mein Appell und meine Aufforderung, lasst uns die gestaltende Kraft der nächsten Jahre sein. Das ist gut für Deutschland, liebe Genossinnen und Genossen. Die bessere Zukunft, das ist das, was uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit über 160 Jahren antreibt. Der Glaube an eine gute, eine bessere Zukunft. 1953 war es der Wahlkampfslogan, der es auf den Punkt brachte, Deutschlands Zukunft SPD. Willy Brandt setzte 1969 darauf, SPD, die beste Zukunft, die Sie wählen können. Helmut Schmidt forderte 1980 Mut zur Zukunft. Und 1988 waren wir überzeugt, Zukunft kommt von selbst, Fortschritt nur mit uns. Das Versprechen an eine bessere Zukunft ist für uns aber nie eine abstrakte Fata Morgana am Horizont geblieben. Der Kampf für eine gerechte Gesellschaft ging bei uns immer ganz konkreten Antworten der täglichen Herausforderungen der Bürgerinnen und Bürger einher. 2021, Olaf hat davon gesprochen, war unser Ansporn, die Vision einer Gesellschaft des Respekts, untermauert im Wahlkampf damals mit Forderungen nach 12 Euro Mindestlohn, dem Kampf gegen Kinderarmut, dem Kampf gegen die Klimakrise, stabilen Renten und bezahlbarem Wohnen. Wir haben beides getan. Wir haben uns immer im Spannungsverhältnis bewegt, die Vision klar im Blick zu haben, aber auch zu wissen, wie eine pragmatische Annäherung an dieses Ziel aussehen kann. Vision und Wirklichkeit war das, was wir immer in den Einklang gebracht haben und auch heute tun wir das. Vision und Wirklichkeit, das ist das Rezept, das die Sozialdemokratie seit 160 Jahren stark macht. Als die SPD gegründet wurde, war Deutschland noch eine Monarchie und die Demokratie als Staatsform eine ferne Vision. In unserem ersten Grundsatzprogramm 1891 sprach sich die SPD gegen jede Art der Ausbeutung und Unterdrückung aus. Zitat: Richte sie sich gegen Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder eine Rasse. Das war damals eine Kampfansage an die bestehenden Machtverhältnisse. 1918 war es dann der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, der die Weimarer Republik ausrief. Friedrich Ebert wurde der erste Reichspräsident der neu geborenen Demokratie. Im gleichen Jahr die Sozialdemokratin Marie Juchertz, als erste Frau, geredet in der Weimarer Nationalversammlung, nachdem wir als SPD erfolgreich das Frauenwahlrecht durchgesetzt hatten. Und auch in düsteren Zeiten kämpfte die Sozialdemokratie für eine bessere Zukunft. Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, waren es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die erbittert für Demokratie, Frieden und Freiheit kämpften. Niemand steht dafür sinnbildlich so wie Otto Wels. Und die 94 Sozialdemokraten, die 33 geschlossen gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz stimmten.
Als die SPD verboten werden sollte, blieben wir standhaft. Die Vision für eine demokratische und friedliche Gesellschaft hat den Horror des Zweiten Weltkriegs überlebt. Kaum jemand hat dafür so gekämpft wie die SPD. Und auch heute gehört es zum Selbstverständnis unserer Partei, dass wir gegen Faschismus, gegen rechtes Gedankengut, gegen Diskriminierung aufstehen. Seit 160 Jahren bildet die Sozialdemokratie das Rückgrat unserer Demokratie. Und darauf sind wir stolz, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir können uns heute auch glücklich schätzen, dass die Vision eines friedlichen, vereinten Europas die Zerstörungswut des Nationalsozialismus überdauert hat. Die Europäische Union ist die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Die SPD war die erste politische Partei, die die Vision der Vereinigten Staaten von Europa formuliert hat. Das war 1925. Heute sind wir ein ganzes Stück weitergekommen, sind dieser Vision näher gekommen. Die Europäische Union ist Garant dafür, dass wir in Deutschland in Wohlstand und in Frieden leben können. Und ich bin stolz auf das internationalistische Erbe unserer Partei. Kaum jemand steht dafür so wie Willy Brandt. Seine Ostpolitik war revolutionär. Sie hat den Lauf unserer Geschichte verändert, den Weg zur deutschen Wiedervereinigung geebnet, zur Osterweiterung der Europäischen Union, zur Demokratisierung vieler Länder des Warschauer Paktes. Zu Recht hat Willy Brandt für die Ostpolitik den Friedensnobelpreis erhalten und der langjährige Zeitjournalist Gunter Hoffmann hat gerade eine neue Biografie über Willy Brandt veröffentlicht, in der er schreibt, ohne die Ostpolitik hätten die Deutschen nicht wirklich wieder Vertrauen gewonnen bei den Nachbarn und in der Welt. Liebe Genossinnen und Genossen, auch wenn manche heute versuchen, die Fehleinschätzung der letzten Jahre Willy Brandt und seiner Ostpolitik anzulasten. Willy hat Historisches geleistet. Er hat die Welt zu einem besseren Ort gemacht und ich sage euch, auf dieses Erbe können wir stolz sein und wir werden es konsequent weiterführen, wenn es darum geht, gute Nachbarn zu sein. Die Ostpolitik von Willy Brandt hat in unserer Partei einen besonderen Platz und wir werden niemals zulassen, dass sie angegriffen wird. Putins brutaler Krieg gegen die Ukraine zeigt, wie stark Europa sein kann, wenn wir gemeinsam handeln. Ich bin stolz darauf, wenn wir heute sehen, dass es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten überall in Europa sind, die den Kontinent zusammenhalten. Und ich bin mir sicher, Demokratie und Freiheit werden auch in diesem grausamen Krieg siegen. Und wir sollten in diesen Tagen an eine zweite Tradition sozialdemokratischer Außenpolitik erinnern und daraus Inspiration für unser heutiges Handeln ziehen. Die Nord-Süd-Politik von Willy Brandt. Wir leben heute in einer Welt voller Umbrüche. Die Zeiten Uni und bipolarer Ordnung sind vorbei. Neben China und den USA erheben heute immer mehr Staaten des globalen Südens auch einen Anspruch, die Zukunft der Weltordnung mitzugestalten. Und das ist nicht automatisch ausgemacht, dass wir der natürliche Partner sind. Ich will, dass wir basierend auf unseren Werten, unseren Grundüberzeugungen konkrete Angebote machen, auf andere zugehen, strategische Partnerschaften ausbauen in der Industriepolitik, in der Energiepolitik, der Klima-, der Handelspolitik, bei ökonomischen Kooperationen, bei politischen Allianzen. Ich habe mehrfach betont, dass wir als Deutschland und Europa unsere eigene Rolle in der Welt definieren müssen, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, dass wir auch Führung übernehmen müssen, wenn es darum geht, die regelbasierte Ordnung zu schützen, nicht breitbeinig in der Welt auftreten, sondern indem wir uns einbringen, indem wir Haltung zeigen, mit anderen in Dialog gehen, sie versuchen zu überzeugen, für unsere Ideen zu gewinnen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Haltung und auf Augenhöhe. Ich bin fest davon überzeugt, eine starke und aktive Rolle in der Welt von uns ist die Grundlage für Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Und das will ich anführen, lieber Olaf, ich bin wirklich stolz darauf, dass du als Bundeskanzler diese Außenpolitik von Willy Brandt fortsetzt. Dafür ein großer Dank. Aber wir können auch als Partei auf eine erfolgreiche Geschichte internationaler Politik aufbauen. Willy Brandt hat die sozialdemokratischen Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität international vorgelebt. Sein Wirken als Präsident der Sozialistischen Internationalen von 1976 bis 1992 bringt der deutschen Sozialdemokratie bis heute, gerade in den Ländern des globalen Südens, einen großen Respekt entgegen.
Sein Engagement hat dazu geführt, dass wir heute ein weltweites Netzwerk haben, das wir aufbauen können, wenn es jetzt darum geht, strategische Partnerschaften mit anderen Ländern aufzubauen. Es ist ein Erbe, das wir glücklich schätzen können. Willy Brandt hilft dabei, dass wir auch heute noch Türen in der Welt aufstoßen. Seit unserem Wahlsieg 2021 kommen viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus anderen Ländern zu uns, suchen die Zusammenarbeit, wollen mit uns zusammenarbeiten. Und wir haben es gerade in den letzten Monaten erlebt. Es waren Genossinnen und Genossen aus Brasilien, Namibia, Chile, der Mongolei, der Türkei. Und wir sehen, dass oftmals uns eine enge persönliche Geschichte verbindet, dass Sie eine enge persönliche Geschichte auch mit der Sozialdemokratie haben. Und das ist schon etwas Besonderes, wenn ich als Vorsitzender dort bei Lula sein darf, wenn man sieht, wie die Verbindungen auch zu Willy Brandt und zur deutschen Sozialdemokratie sind. Die chilenische Senatorin Isabel Allende, Tochter des ehemaligen chilenischen Präsidenten Salvador Allende, die betont, wie eng ihre Verbindungen zur deutschen Sozialdemokratie sind. Aber es ist eben nicht nur diese Freundschaft, nicht nur die enge Verbindung aus der Vergangenheit, sondern es ist, liebe Genossinnen und Genossen, auch der Glaube an eine bessere Zukunft und dass diese Zukunft noch besser wird, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Und das verbindet uns mit vielen Freundinnen und Freunden auf der Welt. Und ich bin stolz darauf, dass ich als Vorsitzender jetzt an dieser Tradition festmachen kann, dass ich sie neu beleben kann. Und das müssen wir als Partei gemeinsam machen. Wir dürfen nie wieder zulassen, dass das Internationale in der SPD ins Hintertreffen gerät, liebe Genossinnen und Genossen. Wir ziehen aus unserer Geschichte Kraft für die Zukunft. 160 Jahre Erfahrungsschatz, wir haben einiges zu bieten. Und das gilt auch für ein anderes Thema. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem für meine Eltern einmal klar war, mir wird es besser gehen als der Generation davor. Diese Gewissheit hat meine Generation geprägt, auch die Generation meiner Eltern und der Generation meiner Großeltern. Das war die Gewissheit in den westlichen Industrieländern in der Nachkriegszeit. Das droht heute anders zu sein. Die multiplen Krisen der Vergangenheit haben Spuren hinterlassen. Nur noch 22% der Deutschen glauben daran, dass es ihnen und ihrer Familie in 5 Jahren einmal besser gehen wird. Der Glaube an eine bessere Zukunft, der die Geschichte unseres Landes und auch die Geschichte unserer Partei so geprägt hat, dieser Glaube an eine bessere Zukunft, der ist nach hinten gerutscht. Es fällt heute vielen schwerer als in den vergangenen Jahren. Und auch das sehen wir in anderen Ländern Europas. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich leite daraus einen Auftrag für die Sozialdemokratie ab. Wir müssen den Glauben an eine bessere Zukunft wiederbeleben. Ich will, dass wir mit Zuversicht und Optimismus auf die nächsten Jahre und die Herausforderungen vor uns blicken. Ich will, dass wir die Partei sind, die Zuversicht und Optimismus in dieser Gesellschaft stiftet. Wir leben heute in einer historischen Phase des Umbruchs. Das ist angesprochen worden von Saskia, von Olaf, von Kevin. Die Folgen der Pandemie, der Krieg in Europa, die Klimakrise, die Inflation, bahnbrechende technologische Innovation, Digitalisierung, sozial-ökologische Transformation, neue Gerechtigkeitsfragen. Viele sitzen da und gucken sich das an und fragen sich, komme ich da noch mit? Komme ich da noch mit bei all dem, was gerade passiert? Die Wahrheit ist, es wird nicht ohne Veränderung gehen, wenn wir auch in Zukunft hier in Deutschland, in Europa in Wohlstand und Sicherheit leben wollen, wenn wir ein starkes Land bleiben wollen. Veränderungen dürfen allerdings nicht Verschlechterung sein, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist unsere Aufgabe als Sozialdemokratie, dass aus Veränderungen Verbesserungen werden. Und deswegen lasst mich als Parteivorsitzender der SPD ein Versprechen abgeben. Wir werden dafür sorgen, dass niemand auf diesem Weg alleine gelassen wird. Wir können die Menschen nicht vor dem Wandel schützen, aber wir können das Versprechen abgeben, dass wir die Menschen im Wandel schützen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist seit 160 Jahren die Aufgabe der Sozialdemokratie. Und gerade in den nächsten Jahren wird es darauf ankommen. Aber wir werden das meistern, da bin ich mir sicher. Auf dem Godesberger Parteitag 59 wurde viel und intensiv diskutiert über die Rolle des Staates, des Marktes, über Revolution und Reform. Am Ende haben die Genossinnen und Genossen fast einstimmig ein reformorientiertes Grundsatzprogramm verabschiedet. Eine pragmatische Politik für ein besseres Morgen für alle Bürgerinnen und Bürger stand im Mittelpunkt, das Ganze basierend auf den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.
Dieses Godesberger Programm war aber auch die Grundlage für wirtschaftspolitische Umbrüche in den 60er und 70er Jahren. Und das muss der Anspruch, das war damals der Anspruch der SPD, eine neue Wirtschaftspolitik zu formen. Dieser Anspruch muss auch heute gelten. Auch heute im Jahr 2023. Auch heute stehen wir wieder am Beginn von etwas Neuem. Das Alte. Wir alle erleben täglich, welche Spuren der Neoliberalismus hinterlassen hat. Züge, die nicht mehr fahren, Brücken, die nicht mehr tragen, Schulen, in denen es von der Decke tropft, wochenlanges Warten auf einen Termin im Bürgeramt oder Unternehmen, die über langsames Internet und Fachkräftemangel klagen. Globale Lieferketten, die innerhalb kürzester Zeit einbrechen können. Das war ein Irrglaube, dass der Markt alles regelt, dass der Staat sich immer mehr zurückzieht. Wir erleben heute, was das eine Gesellschaft, aber auch ein Wirtschaftsstandort kostet, wenn an den falschen Stellen gespart wird. Wenn wir zu lange von der Substanz leben und uns die Vision für eine bessere Zukunft abhanden kommt. Wir haben die große Chance, liebe Genossinnen und Genossen, jetzt eine neue Wirtschaftspolitik zu prägen. Eine Wirtschaftspolitik, die Gemeinwohl und die Rolle des Staates wieder in den Mittelpunkt rückt. Eine Wirtschaftspolitik, die die Klimaneutralität als Chance sieht, die die Arbeitsplätze der Zukunft schafft und gute Arbeit und gute Löhne sichert. Dieses neue Wirtschaftsmodell bildet sich gerade in dieser Zeit heraus und es muss der Anspruch der SPD sein, dieses neue Wirtschaftsmodell zu gestalten. Wir brauchen dafür ein neues Zusammenspiel von Staat und Markt. Natürlich regelt der Staat nicht alles, aber der Staat muss Orientierung geben, muss Planungssicherheit schaffen, klare Ziele formulieren, das Spielfeld abstecken, indem dann Unternehmen im Wettbewerb neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Ich meine, selbst der Bund der deutschen Industrie fordert heute einen aktiven Staat in der Industriepolitik. Der Staat muss als strategischer Investor den Wandel vorantreiben. Er muss seine Marktmacht nutzen, um digitale, klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen zu fördern. Der Staat muss Leitmärkte schaffen, Zukunftstechnologien zur Marktreife verhelfen. Und selbstverständlich muss der Staat für diese Aufgaben auch gut finanziell ausgestattet sein. Und deswegen sagen wir als SPD sehr deutlich, dass sich Verteilungsfragen in unserer Gesellschaft neu stellen und dass wir sie auch neu beantworten müssen. Die Rolle des Staates. Die Rolle des Staates wird auch beim Thema Infrastruktur offensichtlich. Infrastruktur muss wieder ein entscheidender Standortvorteil in Deutschland und Europa werden. Lange Zeit haben wir die Maßstäbe gesetzt, aber das ist nicht mehr der Fall. Wir brauchen ein Comeback bei der Infrastrukturpolitik, digitale, klimaneutrale Infrastrukturen, nachhaltige, sichere, pünktliche Mobilität, digitale Verwaltung, Ladeinfrastruktur, 5G-Netze, Energie- und Wasserstoffnetze der Zukunft. Darum muss es gehen. Die betriebliche Mitbestimmung bildet übrigens das Rückgrat dieser Transformation. Sie ist die Grundlage dafür, dass wir vorankommen, dass die klimaneutrale Wirtschaft ein neuer Wohlstandsmotor wird. Sie ist der Garant dafür, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitgenommen werden. Das ist ein enormer Standortvorteil, den wir haben. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine hohe Bindung haben zu ihrem Unternehmen, eine große Bereitschaft, diesen Wandel auch aktiv zu gestalten. Und daher müssen wir gerade in der Transformation die betriebliche Mitbestimmung und die Rolle von Gewerkschaften stärken. Liebe Genossinnen und Genossen, der Rahmen für die kommenden Jahrzehnte ist klar. Der Kampf gegen die Klimakrise ist unser Ziel. Bis 2045 wollen wir klimaneutral wirtschaften und leben. Nicht als Selbstzweck, sondern weil wir wollen, dass Generationen nach uns noch vernünftig auf diesem Planeten leben können. Ich bin überzeugt davon, der Weg in die Klimaneutralität eröffnet uns viele Chancen. Chancen, das Leben einfacher, besser, nachhaltiger zu gestalten. Mit den richtigen Rahmenbedingungen können wir hier Vision und Wirklichkeit zusammenbringen. Die Chancen, die wir als Sozialdemokratie haben, liegen auf der Hand. Es ist mein Anspruch, unser Anspruch als Führung der SPD, dass wir uns aufmachen. Lasst uns mit Zuversicht und Optimismus, mit Vision und Wirklichkeit in die nächsten Jahre gehen. Die Sozialdemokratie wird gebraucht. Vielen Dank.
Liebe Saskia, lieber Lars, vielen herzlichen Dank für eure Impulse. Bevor wir so langsam zum Ende unserer Jubiläumsveranstaltung kommen, werden wir etwas tun, was eigentlich zu jedem guten Jubiläum und jeder Feier dazugehört. Man feiert sich ja nicht nur selbst. Man klopft sich nicht nur selbst auf die Schulter und findet freundliche Worte füreinander, sondern man öffnet auch Türen und Fenster und lässt auch mal einen Blick und eine Stimme von außen herein, so wie es unser Wesenskern seit 160 Jahren ist. Ich freue mich daher, zum Abschluss dieser heutigen Jubiläumsfeierlichkeit einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen hier auf der Bühne, eine Stimme aus unserer Gesellschaft, die viele vernommen haben in den letzten Jahren. Sie ist Medizinethikerin und Hochschullehrerin. Sie ist 2020 gewählt worden in die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie ist im selben Jahr, vor ziemlich genau 3 Jahren, in wenigen Tagen jährt es sich, zur Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates gewählt worden. Und sie ist, wichtig in der Sozialdemokratie, gebürtige Osnabrückerin, so wie der Bundesverteidigungsminister und der Bundeskanzler, auch wenn ich nicht zu viel verrate, dass sie ein paar Jahre später als die beiden das Licht dieser Welt erblickt hat. Ich freue mich, hier auf der Bühne Alena Büchs begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf Ihren Impuls. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Jubiläum nehmen. Lieber Herr Kühnert, lieber Herr Bundeskanzler, stellvertretend für so viele hier im Raum, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und das sage ich immer, wenn ich öffentlich spreche. Aber heute meine ich es wirklich von Herzen. Und oh, das kam jetzt etwas zu flapsig. Ich bin enorm geehrt, dass Sie mich als Gast hier haben bei dieser Veranstaltung. Ich bin aber auch ein bisschen überrascht, das will ich ganz offen sagen. Als ich die Einladung bekommen habe, habe ich gedacht, wow, Sie wissen ja, Ethik, das ist die Wissenschaft von der Moral, das ist das Nachdenken über moralische Werte, moralische Konflikte, über das, was wir tun sollen. Und damit ist man als Ethikerin immer in so einer bisschen blöden Rolle. Ne, stellen Sie sich das vor wie so ein Abendessen. Sie haben nette Leute eingeladen und da ist dieser eine Gast, der Ihnen immer erzählt, wie Sie kochen sollen. Und das ist so ein bisschen meine Rolle. Das ist das eine Problem, das ich habe. Das zweite ist, die Letzte beißen wirklich die Hunde bei so einer Veranstaltung. Ich habe bei Herrn Scholz noch gedacht, super, Resilienz, das ist nämlich mein Oberthema. Klasse, da hast du einen Anknüpfungspunkt. Bei Frau Esken bin ich immer tiefer in meinen Stuhl gesunken und Herr Klingbeil hat dann wirklich alle letzten Anknüpfungspunkte schon im Prinzip angeteasert. Also eigentlich kann ich nur sagen, tolles Thema und Wiedersehen. Aber habe ich gedacht, das kann ich nicht bringen. Ich muss Ihnen schon noch ein bisschen mehr inhaltlichen Input liefern. Und dass der sich gut verträgt mit dem, was Sie hier heute besprochen haben, hat 2 Gründe. Das eine ist, wir sind ein bisschen ja in einem ähnlichen Metier unterwegs. Ich sage meinen Medizinerinnen und Medizinern in der ersten Vorlesung immer, ihr lieben Leute, ihr werdet Ärztinnen und Ärzte und ob ihr wollt oder nicht, werdet ihr damit klinisch-praktische Ethikerinnen und Ethiker. Und das gilt ein Stück weit für die Politik ja auch. Also wir verhandeln aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven die Frage, was sollen wir tun und wie sollen wir leben. Und dass das inhaltlich passt, ist mir zweitens klar geworden, als ich Ihr Motto gesehen habe für diese Veranstaltung, das ich wirklich großartig finde, denn ich habe das mal selber so formuliert. Da habe ich mich richtig geschreckt. In einem uralten Buchkapitel von mir steht tatsächlich diese Formel. Ich sage nicht wo und es ist Gott sei Dank nicht online zu finden, aber es ist tatsächlich so. Und deswegen erlaube ich mir heute, mich von diesem Motto inspirieren zu lassen und es ein Stück weit noch zu erweitern. Fortschritt braucht Gerechtigkeit und da greife ich, aber das ist reiner Zufall, die Rede des Bundeskanzlers auf, und Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Das ist einer der Kernbegriffe, mit denen sich der Deutsche Ethikrat in den letzten 3 Jahren beschäftigt hat. Und ich habe überlegt, halte ich jetzt einen langen Fachvortrag über Resilienz und habe mich dagegen entschieden und bringe Ihnen nur 3 ethische Faustregeln mit, die ich Ihnen heute hier lassen möchte. Fangen wir mit der ersten an. Es ist wahnsinnig selbstbezogen. Es sind nämlich tatsächlich 3 Zitate aus 3 Texten des Deutschen Ethikrates, die aber, glaube ich, als ethische Faustregeln ganz gut funktionieren.
Die erste, Frau Esken, Sie haben es erwähnt, wir sind in der Polykrise, in der Multikrise und auch, wenn man das, glaube ich, nicht ständig so stark betonen muss, ist jedenfalls klar, dass wir in durchaus krisenhafte Zeiten blicken. Und wir haben vom Ethikrat einen Satz formuliert in unserer Stellungnahme, in der wir Rückschau gehalten haben auf die große Gesundheitskrise, auf die Corona-Pandemie, und der lautet: Krisen betreffen uns alle, aber sie betreffen uns nicht alle in der gleichen Weise. Und damit sind wir beim Thema Gerechtigkeit. Das müssen Sie der Ethikerin verzeihen, dass die das umdreht und zum Fortschritt erst im zweiten Satz kommt. Wie also Gerechtigkeit in Krisenzeiten sichern, in denen man es nie wirklich gerecht machen kann, sondern immer nur so gerecht wie möglich. Und da haben wir insgesamt, glaube ich, 468 Seiten zugeschrieben, die ich jetzt extrem knapp zusammenfasse. Wir haben vor allem zwei Punkte in den Vordergrund gestellt, dass wir die Verletzlichsten, die Schwächsten, die vulnerabelsten Menschen in der Gesellschaft sehr viel schneller erkennen müssen, als uns das gelungen ist. Das praktische Beispiel aus der Corona-Pandemie ist, dass wir als Gesellschaft zu spät erkannt haben, wie belastet die junge Generation war. Wir haben vom Ethikrat uns spezifisch noch mal mit der psychischen Gesundheit der Jungen beschäftigt. Das liegt wirklich im Argen, auch wenn sich das gerade wieder ein wenig erholt. Die junge Generation ist jetzt eine Minderheit und wird das bleiben und ist schon deswegen immer eine besonders schwache Gruppe. Gleichzeitig muss uns klar sein, dass die Transformationen, die auf uns zukommen, Klimawandel ist schon erwähnt worden, aber auch noch viele andere Dinge, von denen wir vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, dass sie uns ereilen werden, die können dazu führen, dass andere Gruppen schwach, verletzlich und vulnerabel werden. Und es gibt Instrumente, das zu messen, und ich möchte Sie bitten, die viel stärker zu nutzen. Wir haben die in der Wissenschaft erarbeitet, um schneller zu erkennen, wer ist in einer Krise besonders belastet. Gleichzeitig, das Gegenteil von Vulnerabilität ist die Resilienz. Das bedeutet, die starken Schultern, diejenigen, die widerstandsfähiger sind, die resilienter sind, die können auch mehr tragen. Und die sollten auch mehr tragen. Und da glaube ich, ist es wichtig, das mutig und transparent zu kommunizieren, dass das eben auch auf viele zukommen wird. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass das Kindergeld von mir erhöht wurde. Ich kriege jetzt 500 Euro Kindergeld. Wieso? Das ist kompletter Quatsch. Und noch mehr geärgert, und bitte da um Verzeihung, das in diesem Haus zu sagen, habe ich mich über das Energiegeld, das auf mein Konto gekommen ist, weil das natürlich absoluter Quatsch ist. Ich brauche solche Unterstützung nicht. Ich gehöre zu einer resilienteren Gruppe, und diese Balance, die müssen wir uns besser anschauen. Diejenigen unter Ihnen, die sich in der Philosophie auskennen, wissen, das ist die alte Debatte zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit. Und bei unterschiedlichen Voraussetzungen kann das Streben nach Gleichheit der Gerechtigkeit im Wege stehen. Daran muss ich mich ein bisschen gewöhnen. So Zwischenapplaus ist in der Vorlesung immer eher selten. Ich schaue, dass ich die eine oder andere Pause lasse und vor allem, dass ich nicht zu lange Pausen mache. Denn ich muss Ihnen noch ganz kurz sagen, dass wir auf der Grundlage dieser Überlegungen zur Resilienz und Vulnerabilität mit Blick auf Krisenfestigkeit ganz unsexy Sachen gesagt haben für einen Ethikrat, die man, glaube ich, auch nicht erwartet. Also wir haben gesagt, wir brauchen viel, viel mehr Datennutzung mit gutem, sicherem Datenschutz, aber viel, viel mehr, insbesondere für gemeinwohlorientierte, beispielsweise Forschung. Wir brauchen Verwaltungsreform. Dass der Ethikrat mal so etwas wie kritische Infrastruktur in den Mund nehmen würde, hätte ich nie erwartet, aber die Zeiten haben sich geändert. Und wir brauchen die Vorbereitung auf die großen Transformationen mit verschiedenen partizipativen und kommunikativen Maßnahmen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Satz. Ich komme zum Fortschritt. Das Thema ist auch schon angeteasert, das war aber klar, dass das passieren würde. Wir haben eine Stellungnahme geschrieben zur künstlichen Intelligenz, und in dieser haben wir wieder irgendwie 397 Seiten oder so zusammengefasst in einem Satz, der lautet: Künstliche Intelligenz sollte die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen erweitern und sie nicht vermindern. Und das ist eine vorgetäuscht einfache Formel,
die sich beziehen lässt auf allen Fortschritt. Ich mache das erstmal fest an der künstlichen Intelligenz. Sie alle wissen, das ist ein Instrument, das hat durchaus das Potenzial, da gibt es dieses schöne Bonmot, die Klugen klüger und die Dummen dümmer, die Reichen reicher und die Armen ärmer zu machen. Es hat unheimlich viel Potenzial. Als Ärztin werde ich ganz aufgeregt, wenn ich darüber nachdenke, was man machen kann in der Medizin. Mit Blick auf Fachkräftemangel, gerade in der Medizin, mit Blick auf die demografische Transformation, die wir vor uns haben, wird uns das eine große Hilfe sein. Aber das muss gestaltet werden, ganz, ganz dringend. Denn diese Technologie hat eine ganz klare, dunkle Seite, insbesondere, und jetzt schaue ich zu Herrn Heil, mit Blick darauf, was das mit unserer Arbeitswelt macht. Man muss sich klar machen, die generative KI, ChatGPT, Midjourney, ne, der Papst in der Daunenjacke und so, das haben Sie alles gesehen. Meine Söhne spielen mit diesem Kunstprogramm rum und lassen sich irgendwelche tollen Bilder malen. Man muss sich klar machen, das sind alles Daten, die kommen letztlich von uns allen. No, die haben Wikipedia genommen, alle Texte im Internet, alle Bilder im Internet. Künstlerinnen und Künstler haben gerade eine große Petition. Da haben sie gesagt, was soll das denn? Ist alles abgesaugt worden und wird jetzt genutzt. Und das muss uns klar sein, dass da letztlich ein Allgemeingut genommen wird für Anwendungen. Das ist an sich noch kein Problem. Aber dann darf natürlich nicht passieren, dass die Schere der Nutzung so aufgeht, dass für einige riesige Vorteile generiert werden und wir in der Arbeitswelt ganze Arbeitsgruppen haben, die abgehängt sind, die überhaupt nicht davon Vorteile haben, dass wir diese neue Technologie anwenden. Und da muss man Schutz bieten. Und ich renne im Moment die ganze Zeit rum und rede zu verschiedenen Berufsgruppen und sage denen, guckt euch an, was der Kern eures Berufes ist. Und jetzt sitzen hier viele und denken, ah, das sind die Radiologen und meinetwegen die Künstler und vielleicht die Journalisten und die Redenschreiber. Ne, wissen wir ja alle, das ist so. Und in der Bildung ist natürlich ein Riesenthema. Ich erinnere daran, dass es schon kleine Anfragen gegeben hat, ne, die ChatGPT geschrieben hat und dass ganz sicher der Beruf des Politikers und der Politikerin sich wandeln wird. Aber das gilt mit den Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten nicht nur für diese spezifische Technologie der KI, sondern das gilt selbstverständlich für all die Technologien und all den Fortschritt, den wir vor uns haben. Und das gilt ganz besonders für den Umgang mit der Klimakrise, davon haben wir heute schon viel gehört, und beispielsweise der Energiewende. Auch da wird es darum gehen, die Belastungen fair zu verteilen. Und da wird es darum gehen, und da bin ich Ihnen dankbar, Herr Scholz, zu erklären und sichtbarer zu machen, wo kann das Entfaltungsmöglichkeiten verbessern. Ich bin bass erstaunt, dass wir diese gesellschaftliche Diskussion über den Umgang mit einer offenkundigen Krise, aus der wir nicht mehr rauskommen werden. Man muss ja nur nach Frankreich, Italien, Spanien dieser Tage gucken. Ahrtal ist gefallen. Es ist vollkommen offenkundig, dass wir das machen müssen. Und ich bin bass erstaunt, dass das fast ausschließlich als eine Bedrohungs-, Angst- und Verlustgeschichte erzählt wird. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie gesagt haben, Herr Scholz, ich habe es mir aufgeschrieben, man muss stärker erzählen, das geht gut aus für mich. Das geht gut aus für uns. Ich will weitergehen als das. Das ist gut für uns. Das ist etwas, wenn wir es gut gestalten, das unser aller Leben besser machen wird. Es ist eine große Rückung, Frau Esken, Sie haben das gesagt, eine große Rückung im Kopf, uns vorzustellen, wie wir vielleicht anders konsumieren, anders leben, anders arbeiten und anders Mobilität haben. Aber das ist doch was Gutes. Das ist doch was. Das ist doch etwas, was uns Chancen bietet. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Satz. Das müssen wir, wenn wir diese, wenn Sie diese, dafür bin ich ja hier, Entschuldigung, ich rutsche immer in das Wir. Wenn Sie diese Geschichte erzählen wollen, worum ich Sie ganz dringend bitten möchte, dann brauchen wir unbedingt noch was Drittes. Und das ist ein weiterer Satz, den wir geprägt haben. Wir müssen als Gesellschaft im Wir
im Miteinander bleiben. Meine Damen und Herren, ich kann das nicht. Meine Damen und Herren, das haben Sie nicht nur in der Pandemie erlebt. Wir haben alle am eigenen Leib Phänomene erfahren wie Fake News und irgendein Quatsch, der benutzt wird, um uns aufzuhebeln und um Vertrauen anzukratzen. Und parallel dazu, ganz unabhängig von Fake News, sehen wir Polarisierungseffekte. Wir sehen extrem aufgeheizte, sehr personalisierte Debatten. Und hier sitzen sicherlich viele, die das am eigenen Leib erfahren haben. Und wir sehen, das sagen uns die Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir haben ein enormes solidarisches Potenzial in dieser Gesellschaft, das immer wieder neu aktiviert wird. Wahnsinnig beeindruckend. Ich dachte als Solidaritätsforscherin nach der Pandemie, die Nummer ist jetzt erstmal durch. Wir sind erschöpft. Und dann kam diese wahnsinnige Solidaritätswelle, als der Überfall auf die Ukraine stattfand. Enorm beeindruckend. Wir haben unheimlich viel Zusammenhalt in der Gesellschaft, aber es wird nicht mehr so wahrgenommen, weil die Debatten so gespalten sind. Und Sie wissen alle, und das ist wissenschaftlich nachgezeichnet, was das für einen Effekt hat. Das stärkt den populistischen rechten Rand. Und das ist brandgefährlich. Und wir müssen zwei Dinge unbedingt als Gesellschaft tun. Und das sind meine abschließenden Bitten an Sie. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auf der sogenannten epistemischen Resilienz, also der Erkenntniswiderstandsfähigkeit. Was glauben wir eigentlich gemeinsam? Was ist wahr? Was stimmt? Was sind Fakten? Das heißt, wir müssen aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Gesetzgebung uns darum bemühen, besser umzugehen mit diesem Phänomen. Aber vor allem müssen wir aufbauen sehr viel kernigere und explizitere demokratische Resilienz. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und ich komme zu meinem Anfang zurück. Denn demokratische Widerstandsfähigkeit hängt unter anderem mit der psychischen Gesundheit zusammen, gerade bei jungen Menschen. Wer psychisch belastet ist, ist viel anfälliger für Populismus, hängt zusammen mit der Ausgestaltung der Arbeitswelt. Denn Arbeit, eine sinnstiftende Arbeit, in der ich nicht sozusagen von meinem KI-Chef eingesetzt werde, sondern in der ich noch eigene Kontrollmöglichkeiten habe, ist ein ganz wesentlicher gesellschaftlicher, aber auch individueller Widerstandsfähigkeitsfaktor. Und die Geschichte von krisenhaften Transformationen, die wir uns gemeinsam erzählen, die stärken oder schwächen uns als Gesellschaften. Und das Letzte, was ich Ihnen hinwerfen möchte, wir müssen alle gemeinsam viel besser aufpassen auf die Debattenkultur. Und da darf ich als Ethikerin und als Vorsitzende eines Gremiums, das nun weiß Gott nicht monolithisch ist und eine sehr breite Kirche, wie man so schön sagt, vereint, hinwerfen, dass ich Sie wirklich bitte, da alle gemeinsam wehrhafter zu werden, was das anbelangt, und auf keinen Fall einzuschwenken in Kulturkampfdiskussionen. Es gibt einen Philosophen, Harry Frankfurt, der hat für so Debatten wie Identitätspolitik, Gendersprache und so weiter, er hat nicht die genau gemeint, aber er hat solche Phänomene beschrieben, einen wunderbaren philosophischen Fachbegriff geprägt. Harry Frankfurt, einige kennen den, und dieser Fachbegriff lautet, das ist Bullshit. Das stimmt, es gibt ein herrliches Buch dazu, On Bullshit, kann ich nur sehr empfehlen. Es bringt Lautstärke, es bringt Aufmerksamkeit, aber es hilft niemandem. Es hilft uns nicht, es hilft Ihnen nicht. Und was wir alle, aber was Sie insbesondere tun müssen und sollten, ist doch, das Gemeinsame in der Pluralität zu betonen. Und wer soll das machen, wenn nicht Sie? Und damit einen letzten Nachsatz habe ich für Sie noch. Damit möchte ich enden und Sie darauf hinweisen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten eine Diskussion wieder neu führen werden, die wir in der Philosophie und Ethik seit fast Jahrtausenden führen, aber die Sie in Ihrer 160-jährigen Geschichte immer und immer wieder diskutiert haben, nämlich
in einem historischen Moment, in dem wir, glaube ich, sind, das Verhältnis des Individuums zum Staat, des Individuums zum Gemeinwohl, das Freiheitsverständnis, wie viel dürfen wir den Einzelnen, die Einzelne belasten, was dürfen wir aber im Gegenzug auch voneinander verlangen. Und das wird die große Debatte, die uns alle in der Gesellschaft umtreiben wird. Alle demokratischen Kräfte müssen die gemeinsam führen. Und selbstverständlich hoffe ich da, dass eine starke Sozialdemokratie die führt. Ich danke Ihnen. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, liebe Alena Büchs, vielen herzlichen Dank für diese wertschätzenden, ehrlichen, offenen, herausfordernden Worte, in denen ich manche Übereinstimmung gefunden habe. Ich glaube, das, was Sie zu der Vermeidung von Kulturkämpfen gesagt haben, trifft nicht nur auf viel Zustimmung hier im Raum, sondern ist in anderen Worten etwas Ähnliches gewesen zu dem, was der Bundeskanzler vorhin mit der Gelassenheit gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen und Sichtweisen gesagt hat, und ich glaube, das ist etwas, was unsere Zeit sehr braucht. Sollten hier Leute, den kann ich mir jetzt nicht verkneifen, sollten hier Leute im Raum sein, die wie Frau Büchs auch bei dem Treffen auf größere geschlossene Gruppen ein Problem im Umgang mit dem Wir und Ihr haben. Man kann dagegen was machen, aus dem Ihr ein Wir zu machen, das wollte ich einfach nur noch mal hinterlegt haben, das hilft beim Sprechen ungemein und macht den sprachlichen Umgang miteinander so viel einfacher. Und ansonsten haben wir uns auch gefreut, von Ihnen nochmal Unterstützung zu erfahren für etwas, was wir ja gesetzgeberisch schon auf den Weg gebracht haben, nämlich unseren Freund, den Bundesfinanzminister, haben wir ja beauftragt, einen Mechanismus an der Schnittstelle von den Kontodaten und der Steuernummer zu entwickeln, damit künftig nicht mehr mit der Gießkanne Gerechtigkeit über das Land gebracht werden muss, sondern so, wie es die individuellen Verhältnisse hergeben. Wir freuen uns jetzt schon auf die Ergebnisse und sind uns sicher, dass mit großem Nachdruck und Begeisterung jetzt im Bundesfinanzministerium an diesem Thema auch gearbeitet wird. Danke für den Rückenwind an dieser Stelle auch nochmal. Ich möchte diese Veranstaltung von meiner Seite aus gerne beenden mit dem, womit ich auch begonnen habe, mit unseren Mitgliedern in der SPD, die heute an diesem Dienstag, es ist ein Werktag, nicht nur aufgrund der räumlichen Kapazitäten, sondern auch aus ganz anderen weltlichen Gründen, in großer Zahl hier nicht persönlich vertreten sein können. Mir war es aber wichtig, Sie zu Wort kommen zu lassen. Und ich habe mich in den letzten Wochen hier aus dem Willy-Brandt-Haus an die besonders langjährigen Mitglieder der SPD, die schon ein halbes Jahrhundert und mehr in der Sozialdemokratie verbracht haben. Ich habe mich an diese Mitglieder gewendet. Hier unten zeigt Klaus Wowereit schon auf Per Steinbrück. Also anscheinend haben einige die E-Mail bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Nicht? Okay. Ich habe mich jedenfalls an diese Mitglieder gewendet und sie gebeten, uns ein paar einfache Fragen, die vielleicht gar nicht so einfach sind, zu beantworten. Die Frage danach, warum sie unter welchen Umständen den Weg in die Sozialdemokratie gefunden haben, was ihre Lehre aus all diesen Jahrzehnten in dieser Partei ist und was sie uns, ihrer Partei und dieser Gesellschaft gerne mit auf den Weg geben wollen. Wir werden in den nächsten Wochen geeignete Orte und Formate finden, um möglichst viele dieser Geschichten zugänglich zu machen. Ich habe die letzten Tage quergelesen, es ist berührend, rührend, es ist lebendige deutsche Geschichte, die dort lesbar ist. Und ich möchte zumindest einen an dieser Stelle stellvertretend zu Wort kommen lassen, den hessischen Genossen Michael Schell heißt er, der, den ich einfach nur auszugsweise zitieren möchte, der einerseits gesagt hat, das sei zum 21. Geburtstag 1960 sein sehnlichster Wunsch gewesen, Mitglied der SPD zu werden. Das waren noch Zeiten, als man sich zum Geburtstag eine Mitgliedschaft in einer Partei gewünscht hat. Vielleicht kommen wir auch dazu wieder zurück. Aber auch seine weiteren Stationen sind so bezeichnend, glaube ich, für viele andere Mitglieder in der SPD, die Ähnliches erlebt haben. Er berichtet davon, wie politische Bildung in seiner Schul- und Jugendzeit der Nachkriegsjahre kaum stattgefunden hat. Oder, so äußert er es polemisch, dass wir darin bestanden haben, dass der Schulleiter zum Singen der deutschen Nationalhymne aber mit allen drei Strophen eingeladen hatte. Und dass für ihn der Weg in die Sozialdemokratie und ihre Vor- und Umfeldorganisation auch ein Weg zu politischer Bildung und Teilhabe gewesen ist, die das damalige Bildungssystem
ihm nicht ermöglicht hat. Er berichtet davon, wie er in Frankfurt den damaligen General, Bundesanwalt und Sozialdemokraten Fritz Bauer getroffen hat, der regelmäßig für Mitglieder und alle, die es interessierte, Vorlesungen gehalten hat über den Rechtsstaat, über seine Verteidigung, über das Unrecht des NS-Regimes und anderes mehr. All das ist Kernidentität der Sozialdemokratie, nicht nur darum gekämpft zu haben, sondern diese Flamme auch weiterzugeben, ein Ort der Bildung und Wissensvermittlung zu sein. Und weil diese Veranstaltung nun gleich am Ende sein wird und wir ja danach nicht alle ins Archiv der sozialen Demokratie hinabsteigen und erst in 10 Jahren zum nächsten Jubiläum wieder rauskommen, sondern weil der Alltag da draußen auf uns wartet, habe ich mich in besonderer Weise gefreut, dass Michael in seinem 85. Lebensjahr seine E-Mail mit folgenden Worten beendet hat. Er schreibt, er ist aus Hessen, was ich bis heute noch nicht verlernt habe, wenn Wahlkampfzeit ist, wie dieses Jahr, wo es darum geht, dass Hessen endlich wieder eine sozialdemokratisch geführte Regierung unter Nancy Faeser bekommt. Wenn also Wahlkampfzeit ist, bin ich wie ein alter Zirkusgaul, der immer noch in die Manege will, wenn er eine bestimmte Melodie hört. In diesem Jahr habe ich mit 84 Jahren den Vorsitz des SPD-Ortsvereins abgegeben. Ich bereite mich jetzt auf den politischen Unruhestand vor. Das sind seine Worte. Das sind seine Worte und ich glaube, er spricht so unendlich vielen in der Sozialdemokratie damit aus der Seele, nämlich, dass diese Aufgabe, der wir uns angenommen haben, dass die nie endet, sondern immer weitergeht, auch nach dem heutigen Tag. Mir bleibt an dieser Stelle Danke zu sagen. Danke an euch und Sie alle, dass ihr hier vor Ort mit dabei wart, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Medien über diese Veranstaltung berichten, dass ihr und Sie zu Hause im Stream zugeschaut habt. Ich möchte mich in ganz besonderer Weise bedanken bei unseren Kolleginnen und Kollegen hier in der Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus. Bei unserer Bundesgeschäftsführerin Jessica Wischmeier und dem verantwortlichen Projektleiter Benjamin Köster, stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, die wirklich Wochen und Monate lang an solchen großen Veranstaltungen und allem, was dazugehört, gearbeitet haben. Aber auch bei den Dienstleisterinnen und Dienstleistern, die einen solchen Tag ermöglichen, bei der Sicherheit, bei der Technik, beim Catering und allen, die solche Veranstaltungen möglich machen. Vielen Dank, dass auch heute jedes Rädchen in das andere gegriffen hat. Wir freuen uns nun, im gemütlichen Teil miteinander zusammenkommen zu können, ins Gespräch kommen zu können, neue Pläne schmieden und auf gemeinsam Erreichtes und Geleistetes zurückblicken zu können. Dazu sind alle hier im Raum, aber natürlich auch darüber hinaus in geeigneter Art und Weise herzlich eingeladen. Ich darf zum Abschlussbild hier vorne den Bundeskanzler und die Parteivorsitzenden auf die Bühne bitten und darf euch alle um einen herzlichen und großen Abschiedsapplaus für uns alle bitten. 160 Jahre SPD, das war unsere Jubiläumsfeier. Die nächste steht in 10 Jahren an. Ich habe schon mal nachgeguckt, es ist leider wieder ein Werktag, es ist ein Montag. Also jetzt schon mal im Kalender markieren und den Tag freinehmen. Wer in der Erwartung ist, dann im gesetzlich vorgesehenen Ruhestand oder der Rente zu sein, sollte in den Jahren dazwischen SPD wählen. Dann gibt es eine Chance, dass das auch wirklich das Renteneintrittsalter ist und nicht verschoben wird. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Begleitung unserer Jubiläumsveranstaltung.